Kapitel 1 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamisso. Kapitel 1. Nach einer glücklichen, jedoch für mich sehr beschwerlichen Seefahrt erreichten wir endlich den Hafen. Sobald ich mit dem Boote ans Land kam, belud ich mich selbst mit meiner kleinen Habseligkeit und durch das wimmelnde Volk mich drängend, ging ich in das nächste, geringste Haus hinein, vor welchem ich ein Schild hängen sah. Ich begehrte ein Zimmer. Der Hausknecht maß mich mit einem Blick und führte mich unters Dach. Ich ließ mir frisches Wasser geben und genau beschreiben, wo ich den Herrn Thomas John aufzusuchen habe. Vor dem Nordtor, das erste Landhaus zur rechten Hand, ein großes, neues Haus, von rot und weißem Marmor, mit vielen Säulen. Gut. Es war noch früh an der Zeit. Ich schnürte sogleich mein Bündel auf, nahm meinen neu gewandten schwarzen Rock heraus, zog mich reinlich an in meine besten Kleider, steckte das Empfehlungsschreiben zu mir und setzte mich alsbald auf den Weg zu dem Manne, der mir bei meinen bescheidenen Hoffnungen förderlich sein sollte. Nachdem ich die lange Norderstraße hinaufgestiegen und das Tor erreicht, sah ich bald die Säulen durch das Grüne schimmern. »Also hier«, dachte ich. Ich wischte den Staub von meinen Füßen mit einem Schnupftuch ab, setzte mein Halstuch in Ordnung und zog in Gottes Namen die Klingel. Die Tür sprang auf. Auf dem Flur hatte ich ein Verhör zu bestehen, der Portier ließ mich aber anmelden, und ich hatte die Ehre, in den Park gerufen zu werden, wo Herr John mit einer kleinen Gesellschaft sich erging. Ich erkannte gleich den Mann am Glanze seiner wohlbeleibten Selbstzufriedenheit. Er empfing mich sehr gut, wie ein Reicher einen armen Teufel, wandte sich sogar gegen mich, ohne sich jedoch von der übrigen Gesellschaft abzuwenden, und nahm mir den dargehaltenen Brief aus der Hand. »So, so, von meinem Bruder. Ich habe lange nichts von ihm gehört. Er ist doch gesund?« »Dort«, fuhr er gegen die Gesellschaft fort, ohne die Antwort zu erwarten, und wies mit dem Brief auf einen Hügel, »dort lasse ich ein neues Gebäude ausführen.« Er brach das Siegel auf und das Gespräch nicht ab, das sich auf den Reichtum lenkte. »Wer nicht Herr ist wenigstens einer Million«, warf er hinein, »der ist, man verzeihe mir das Wort, ein Schuft.« »Oh, wie wahr«, rief ich aus mit vollem, überströmendem Gefühl. Das musste ihm gefallen. Er lächelte mich an und sagte, »bleiben Sie hier, lieber Freund. Nachher habe ich vielleicht Zeit, Ihnen zu sagen, was ich hiezu denke.« Er deutete auf den Brief, den er sodann einsteckte, und wandte sich wieder zu der Gesellschaft. Er bot einer jungen Dame den Arm. Andere Herren bemühten sich um andere Schönen. Es fand sich, was sich passte, und man wallte dem rosenumblühten Hügel zu. Ich schlich hinterher, ohne jemandem beschwerlich zu fallen, denn keine Seele bekümmerte sich weiter um mich. Die Gesellschaft war sehr aufgeräumt. Es ward getändelt und gescherzt. Man sprach zuweilen von leichtsinnigen Dingen wichtig, von wichtigen öfters leichtsinnig. Und gemächlich erging besonders der Witz über abwesende Freunde und deren Verhältnisse. Ich war da zu fremd, um von all dem vieles zu verstehen, zu bekümmert und in mich gekehrt, um den Sinn auf solche Rätsel zu haben. Wir hatten den Rosenhain erreicht. Die schöne Fanny, wie es schien, die Herrin des Tages, wollte aus Eigensinn einen blühenden Zweig selbst brechen. Sie verletzte sich an einem Dorn, und wie von den dunklen Rosen floss Purpur auf ihre zarte Hand. Dieses Ereignis brachte die ganze Gesellschaft in Bewegung. Es wurde englisch Pflaster gesucht.
Ein stiller, dünner, hagerer, länglichter, ältlicher Mann, der neben mitging und den ich noch nicht bemerkt hatte, steckte sogleich die Hand in die knapp anliegende Schoßtasche seines altfränkischen, grautaftenen Rocks, brachte eine kleine Brieftasche daraus hervor, öffnete sie und reichte der Dame mit devoter Verbeugung das Verlangte. Sie empfing es ohne Aufmerksamkeit für den Geber und ohne Dank. Die Wunde ward verbunden, und man ging weiter den Hügel hinan, von dessen Rücken man die weite Aussicht über das grüne Labyrinth des Parkes nach dem unendlichen Ozean genießen wollte. Der Anblick war wirklich groß und herrlich. Ein lichter Punkt erschien am Horizont zwischen der dunklen Flut und der Bläue des Himmels. »Ein Fernrohr her«, rief John, und noch bevor das auf den Ruf erscheinende Dienervolk in Bewegung kam, hatte der graue Mann, bescheiden sich verneigend, die Hand schon in die Rocktasche gesteckt, daraus einen schönen Dollon hervorgezogen und es dem Herrn John eingehändigt. Dieser, es sogleich an das Auge bringend, benachrichtigte die Gesellschaft, es sei das Schiff, das gestern ausgelaufen und das widrige Winde im Angesicht des Hafens zurückhielten. Das Fernrohr ging von Hand zu Hand und nicht wieder in die des Eigentümers. Ich aber sah verwundert den Mann an und wusste nicht, wie die große Maschine aus der winzigen Tasche herausgekommen war. Es schien aber niemandem aufgefallen zu sein, und man bekümmerte sich nicht mehr um den grauen Mann als um mich selber. Erfrischungen wurden gereicht. Das seltenste Obst aller Zonen in den kostbarsten Gefäßen. Herr John machte die Honneurs mit leichtem Anstand und richtete da zum zweiten Mal ein Wort an mich. »Essen Sie nur, das haben Sie auf der See wohl nicht gehabt.« Ich verbeugte mich, aber er sah es nicht. Er sprach schon mit jemand anderem. Man hätte sich gerne auf den Rasen, am Abhang des Hügels, der ausgespannten Landschaft gegenüber gelagert, hätte man die Feuchtigkeit der Erde nicht gescheut. Es wäre göttlich, meinte wer aus der Gesellschaft, wenn man türkische Teppiche hätte, sie hier auszubreiten. Der Wunsch war nicht so bald ausgesprochen, als schon der Mann im grauen Rock die Hand in der Tasche hatte und mit bescheidener, ja demütiger Gebärde einen reichen, golddurchwirkten türkischen Teppich daraus zu ziehen bemüht war. Bediente nahmen ihn in Empfang, als müsse es so sein, und entfalteten ihn am begehrten Orte. Die Gesellschaft nahm ohne Umstände Platz darauf. Ich wiederum sah betroffen den Mann, die Tasche, den Teppich an, der über 20 Schritt in der Länge und 10 in der Breite maß, und rieb mir die Augen, nicht wissend, was ich dazu denken sollte, besonders da niemand etwas Merkwürdiges darin fand. Ich hätte gerne Aufschluss über den Mann gehabt und gefragt, wer er sei, nur wusste ich nicht, an wen ich mich richten sollte, denn ich fürchtete mich fast noch mehr vor den Herren Bedienten als vor den bedienten Herren. Ich fasste endlich ein Herz und trat an einen jungen Mann heran, der mir von minderem Ansehen schien als die anderen und der öfters allein dagestanden hatte. Ich bat ihn leise, mir zu sagen, wer der gefällige Mann sei, dort im grauen Kleide. Dieser, der wie ein Ende Zwirn aussieht, der einem Schneider aus der Nadel entlaufen ist? Ja, der allein steht. Den kenne ich nicht, gab er mir zur Antwort, und wie es schien, eine längere Unterhaltung mit mir zu vermeiden, wandte er sich weg und sprach von gleichgültigen Dingen mit einem anderen. Die Sonne fing jetzt stärker zu scheinen an und ward den Damen beschwerlich. Die schöne Fanny richtete nachlässig an den grauen Mann, den, soviel ich weiß, noch niemand angeredet hatte, die leichtsinnige Frage, ob er nicht auch vielleicht ein Zelt bei sich habe. Er beantwortete sie durch eine so tiefe Verbeugung, als widerführe ihm eine unverdiente Ehre,
und hatte schon die Hand in der Tasche, aus der ich Zeuge, Stangen, Schnüre, Eisenwerk, kurz alles, was zu dem prachtvollsten Lustzelt gehört, herauskommen sah. Die jungen Herren halfen es ausspannen, und es überhing die ganze Ausdehnung des Teppichs, und keiner fand noch etwas Außerordentliches darin. Mir war schon lange unheimlich, ja graulich zumute. Wie ward mir vollends, als beim nächsten ausgesprochenen Wunsch ich ihn noch aus seiner Tasche drei Reitpferde, ich sage dir, drei schöne große Rappen mit Sattel und Zeug herausziehen sah. Denke dir, um Gottes Willen, drei gesattelte Pferde noch aus derselben Tasche, woraus schon Brieftasche, ein Fernrohr, ein gewirkter Teppich, 20 Schritt lang und 10 breit, ein Lustzelt von derselben Größe und alle dazugehörigen Stangen und Eisen herausgekommen waren. Wenn ich dir nicht beteuerte, es selbst mit eigenen Augen angesehen zu haben, würdest du es gewiss nicht glauben. So verlegen und demütig der Mann selbst zu sein schien, so wenig Aufmerksamkeit ihm auch die anderen schenkten, so ward mir doch seine blasse Erscheinung, von der ich kein Auge abwenden konnte, so schauerlich, dass ich sie nicht länger ertragen konnte. Ich beschloss, mich aus der Gesellschaft zu stehlen, was bei der unbedeutenden Rolle, die ich daran spielte, mir ein leichtes schien. Ich wollte nach der Stadt zurückkehren, am andern Morgen mein Glück beim Herrn John wieder versuchen und, wenn ich den Mut dazu fände, ihn über den seltsamen grauen Mann befragen. Wäre es mir nur so zu entkommen geglückt. Ich hatte mich schon wirklich durch den Rosenhain, den Hügel hinab, glücklich geschlichen und befand mich auf dem freien Rasenplatz, als ich aus Furcht, außer den Wegen durchs Gras gehend angetroffen zu werden, einen forschenden Blick um mich warf. Wie erschrak ich, als ich den Mann im grauen Rock hinter mir her und auf mich zukommen sah. Er nahm sogleich den Hut vor mir ab und verneigte sich so tief, als noch niemand vor mir getan hatte. Es war kein Zweifel, er wollte mich anreden, und ich konnte, ohne grob zu sein, es nicht vermeiden. Ich nahm den Hut auch ab, verneigte mich wieder und stand da in der Sonne mit bloßem Haupt wie angewurzelt. Ich sah ihn voller Furcht stier an und war wie ein Vogel, den eine Schlange gebannt hatte. Er selbst schien sehr verlegen zu sein. Er hob den Blick nicht auf, verbeugte sich zu verschiedenen Malen, trat näher und redete mich an mit leiser, unsicherer Stimme, ungefähr im Ton eines Bettelnden. »Möge der Herr meine Zudringlichkeit entschuldigen, wenn ich es wage, ihn so unbekannterweise aufzusuchen. Ich habe eine Bitte an ihn. Vergönnen Sie gnädigst?« »Aber um Gottes Willen, mein Herr«, brach ich in meiner Angst aus, »was kann ich für einen Mann tun, der...« Wir stutzten beide und wurden, wie mir deucht, rot. Er nahm nach einem Augenblick des Schweigens wieder das Wort. »Während der kurzen Zeit, wo ich das Glück genoss, mich in Ihrer Nähe zu befinden, habe ich, mein Herr, einige Male, erlauben Sie, dass ich es Ihnen sage, wirklich mit unaussprechlicher Bewunderung den schönen, schönen Schatten betrachten können, den Sie in der Sonne und gleichsam mit einer gewissen edlen Verachtung, ohne selbst darauf zu merken, von sich werfen, den herrlichen Schatten da zu Ihren Füßen. Verzeihen Sie mir die freilich kühne Zumutung. Sollten Sie sich wohl nicht abgeneigt finden, mir diesen Ihren Schatten zu überlassen?« Er schwieg. Und mir ging's wie ein Mühlrad im Kopf herum. Was sollte ich aus dem seltsamen Antrag machen, mir meinen Schatten abzukaufen? Er muss verrückt sein, dachte ich. Und mit verändertem Ton, der zu der Demut des Seinigen besser passte,
erwiderte ich also: »Ei, ei, guter Freund, habt ihr denn nicht an eurem eigenen Schatten genug? Das heißt mir ein Handel von einer ganz absonderlichen Sorte.« Er fiel sogleich wieder ein. »Ich hab in meiner Tasche manches, was dem Herrn nicht ganz unwert scheinen möchte. Für diesen unschätzbaren Schatten halt ich den höchsten Preis zu gering.« Nun überfiel es mich wieder kalt, da ich an die Tasche erinnert ward, und ich wußte nicht, wie ich ihn hatte guter Freund nennen können. Ich nahm wieder das Wort und suchte es, womöglich mit unendlicher Höflichkeit wieder gut zu machen. »Aber, mein Herr, verzeihen Sie Ihrem untertänigsten Knecht. Ich verstehe wohl Ihre Meinung nicht ganz gut. Wie könnte ich nur meinen Schatten...« Er unterbrach mich. »Ich bitte um dero Erlaubnis, hier auf der Stelle diesen edlen Schatten aufheben zu dürfen und zu mir zu stecken. Wie ich das mache, sei meine Sorge. Dagegen, als Beweis meiner Erkenntlichkeit gegen den Herrn, überlasse ich ihm die Wahl unter allen Kleinodien, die ich in der Tasche bei mir führe. Die echte Springwurzel, die Alraunwurzel, Wechselpfennige, Raubtaler, das Tellertuch von Rolands Knappen, ein Galgenmännlein zu beliebigem Preis, doch das wird wohl nichts für Sie sein. Besser Fortunati Wünschhütlein, neu und haltbar wieder restauriert, auch ein Glückssäckel wie der seine gewesen.« »Fortunati Glückssäckel?« fiel ich ihm in die Rede. Und wie groß meine Angst auch war, hatte er mit dem einen Wort meinen ganzen Sinn gefangen. Ich bekam einen Schwindel, und es flimmerte mir wie doppelte Dukaten vor den Augen. »Belieben, gnädigster Herr, diesen Säckel zu besichtigen und zu erproben?« Er steckte die Hand in die Tasche und zog einen mäßig großen, festgenähten Beutel von starkem Corduanleder an zwei tüchtigen ledernen Schnüren heraus und händigte mir selbigen ein. Ich griff hinein und zog 10 Goldstücke heraus, und wieder 10, und wieder 10, und wieder 10. Ich hielt ihm schnell die Hand hin. »Top, der Handel gilt, für den Beutel haben Sie meinen Schatten.« Er schlug ein, kniete dann ungesäumt vor mir nieder, und mit einer bewunderungswürdigen Geschicklichkeit sah ich ihn meinen Schatten, vom Kopf bis zu meinen Füßen, leise von dem Grase lösen, aufheben, zusammenrollen und falten und zuletzt einstecken. Er stand auf, verbeugte sich noch einmal vor mir und zog sich dann nach dem Rosengebüsche zurück. Mich dünkt, ich hörte ihn da leise für sich lachen. Ich aber hielt den Beutel bei den Schnüren fest, rund um mich her war die Erde sonnenhell, und in mir war doch keine Besinnung. Ende von Kapitel 1. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 2 von Peter Schlemihls Wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 2. Ich kam endlich wieder zu Sinnen und eilte, diesen Ort zu verlassen, wo ich hoffentlich nichts mehr zu tun hatte. Ich füllte erst meine Taschen mit Gold, dann band ich mir die Schnüre des Beutels um den Hals fest und verbarg ihn selbst auf meiner Brust. Ich kam unbeobachtet aus dem Park, erreichte die Landstraße und nahm meinen Weg nach der Stadt. Wie ich in Gedanken dem Tore zuging, hört ich hinter mir schreien: »Junger Herr! He, junger Herr, hören Sie doch!« Ich sah mich um. Ein altes Weib rief mir nach: »Sehen sich der Herr doch vor!
Sie haben Ihren Schatten verloren!« »Danke, Mütterchen!« Ich warf ihr ein Goldstück für den wohlgemeinten Rat hin und trat unter die Bäume. Am Tore musste ich gleich wieder von der Schildwache hören: »Wo hat der Herr seinen Schatten gelassen?« Und gleich darauf von ein paar Frauen: »Jesus Maria, der arme Mensch hat keinen Schatten!« Das fing an, mich zu verdrießen, und ich vermied es sehr sorgfältig, in die Sonne zu treten. Das ging aber nicht überall an, zum Beispiel nicht über die breite Straße, die ich zunächst durchkreuzen musste, und zwar, zu meinem Unheil, in eben der Stunde, wo die Knaben aus der Schule gingen. Ein verdammter, buckliger Schlingel, ich sehe ihn noch, hatte es gleich weg, dass mir ein Schatten fehle. Er verriet mich mit großem Geschrei der sämtlichen literarischen Straßenjungen der Vorstadt, welche sofort mich zu rezensieren und mit Kot zu bewerfen anfingen. Ordentliche Leute pflegen ihren Schatten mit sich zu nehmen, wenn sie in die Sonne gingen. Um sie von mir abzuwehren, warf ich Gold zu vollen Händen unter sie und sprang in einen Mietswagen, zu dem mir mitleidige Seelen verhalfen. Sobald ich mich in der rollenden Kutsche allein fand, fing ich bitterlich an zu weinen. Es musste schon die Ahnung in mir aufsteigen, dass, um so viel das Gold auf Erden Verdienst und Tugend überwiegt, um so viel der Schatten höher als selbst das Gold geschätzt werde, und wie ich früher den Reichtum meinem Gewissen aufgeopfert, so hatte ich jetzt den Schatten für bloßes Gold hingegeben. Was konnte, was sollte auf Erden aus mir werden? Ich war noch sehr verstört, als der Wagen vor meinem alten Wirtshaus hielt. Ich erschrak über die Vorstellung, nur noch jenes schlechte Dachzimmer zu betreten. Ich ließ meine Sachen herausholen, empfing den ärmlichen Bündel mit Verachtung, warf einige Goldstücke hin und befahl, vor das vornehmste Hotel vorzufahren. Das Haus war gegen Norden gelegen. Ich hatte die Sonne nicht zu fürchten. Ich schickte den Kutscher mit Gold weg, ließ mir die besten Zimmer vorn heraus anweisen und verschloss mich darin, sobald ich konnte. Was denkest du, was ich nun anfing? O, mein lieber Chamiso, selbst vor dir es zu gestehen, macht mich errötend. Ich zog den unglücklichen Säckel aus meiner Brust hervor und mit einer Art Wut, die wie eine flackernde Feuersbrunst sich in mir durch sich selbst mehrte, zog ich Gold heraus und Gold und Gold und immer mehr Gold und streute es auf den Estrich und schritt darüber hin und ließ es klirren und warf mein armes Herz an dem Glanze, an dem Klange weidend, immer des Metalles mehr zu dem Metalle, bis ich ermüdet selbst auf das reiche Lager sank und schwelgend darin wühlte, mich darin wälzte. So verging der Tag, der Abend. Ich schloss meine Tür nicht auf. Die Nacht fand mich liegend auf dem Golde, und darauf übermannte mich der Schlaf. Da träumt es mir von dir. Es ward mir, als stünde ich hinter der Glastür deines kleinen Zimmers und sähe dich von da an deinem Arbeitstisch zwischen einem Skelett und einem Bunde getrockneter Pflanzen sitzen. Vor dir waren Haller, Humboldt und Linné aufgeschlagen, auf deinem Sofa lag ein Band Goethe und der Zauberring. Ich betrachtete dich lange und jedes Ding in deiner Stube und dann dich wieder. Du rührtest dich aber nicht, du holtest auch nicht Atem. Du warst tot. Ich erwachte. Es schien noch sehr früh zu sein. Meine Uhr stand. Ich war wie zerschlagen, durstig und hungrig auch noch. Ich hatte seit dem vorigen Morgen nichts gegessen. Ich stieß von mir mit Unwillen und Überdruss dieses Gold, an dem ich kurz vorher mein törichtes Herz gesättigt. Nun wusste ich verdrießlich nicht, was ich damit anfangen sollte. Es durfte nicht so liegen bleiben.
Ich versuchte, ob es der Beutel wieder verschlingen wollte. Nein. Keines meiner Fenster öffnete sich über die See. Ich musste mich bequemen, es mühsam und mit saurem Schweiß zu einem großen Schrank, der in einem Kabinett stand, zu schleppen und es darin zu verpacken. Ich ließ nur einige Handvoll da liegen. Nachdem ich mit der Arbeit fertig geworden, legte ich mich erschöpft in einen Lehnstuhl und wartete, dass sich die Leute im Hause zu regen anfingen. Ich ließ, sobald es möglich war, zu essen bringen und den Wirt zu mir kommen. Ich besprach mit diesem Manne die künftige Einrichtung meines Hauses. Er empfahl mir für den näheren Dienst um meine Person einen gewissen Bendel, dessen treue und verständige Physiognomie mich gleich gewann. Derselbe war's, dessen Anhänglichkeit mich seither tröstend durch das Elend des Lebens begleitete und mir mein düstres Los ertragen half. Ich brachte den ganzen Tag auf meinem Zimmer mit herrenlosen Knechten, Schustern, Schneidern und Kaufleuten zu. Ich richtete mich ein und kaufte besonders sehr viele Kostbarkeiten und Edelsteine, um nur etwas des vielen aufgespeicherten Goldes loszuwerden. Es schien mir aber gar nicht, als könnte der Haufen sich vermindern. Ich schwebte indes über meinem Zustand in den ängstlichsten Zweifeln. Ich wagte keinen Schritt aus meiner Tür und ließ abends 40 Wachskerzen in meinem Saal anzünden, bevor ich aus dem Dunkel herauskam. Ich gedachte mit Grauen des fürchterlichen Auftritts mit den Schulknaben. Ich beschloss, so viel Mut ich auch dazu bedurfte, die öffentliche Meinung noch einmal zu prüfen. Die Nächte waren zu der Zeit mondhell. Abends warf ich einen weiten Mantel um, drückte mir den Hut tief in die Augen und schlich, zitternd wie ein Verbrecher, aus dem Hause. Erst auf dem entlegenen Platz trat ich aus dem Schatten der Häuser, in deren Schutz ich so weit gekommen war, in das Mondeslicht hervor, gefasst, mein Schicksal aus dem Munde der Vorübergehenden zu vernehmen. Erspare mir, lieber Freund, die schmerzliche Wiederholung alles dessen, was ich erdulden musste. Die Frauen bezeugten oft das tiefste Mitleid, das ich ihnen einflößte. Äußerungen, die mir die Seele nicht minder durchbohrten als der Hohn der Jugend und die hochmütige Verachtung der Männer. Besonders solcher dicken, wohlbeleibten, die selbst einen breiten Schatten warfen. Ein schönes, holdes Mädchen, die, wie es schien, ihre Eltern begleitete, indem diese bedächtig nur vor ihre Füße sah, wandte von ungefähr ihr leuchtendes Auge auf mich. Sie erschrak sichtbarlich, da sie meine Schattenlosigkeit bemerkte, verhüllte ihr schönes Antlitz in ihrem Schleier, ließ den Kopf sinken und ging lautlos vorüber. Ich ertrug es länger nicht. Salzige Ströme brachen aus meinen Augen, und mit durchschnittenem Herzen zog ich mich schwankend ins Dunkel zurück. Ich musste mich an den Häusern halten, um meine Schritte zu sichern, und erreichte langsam und spät meine Wohnung. Ich brachte die Nacht schlaflos hin. Am andern Tag war meine erste Sorge, nach dem Manne im grauen Rocke überall suchen zu lassen. Vielleicht sollte es mir gelingen, ihn wiederzufinden, und wie glücklich, wenn ihn, wie mich, der törichte Handel gereuen sollte. Ich ließ Bendel vor mich kommen. Er schien Gewandtheit und Geschick zu besitzen. Ich schilderte ihm genau den Mann, in dessen Besitz ein Schatz sich befand, ohne den mir das Leben nur eine Qual sei. Ich zeigte ihm die Zeit, den Ort, wo ich ihn gesehen, ich beschrieb ihm alle, die zugegen gewesen, und fügte dieses Zeichen noch hinzu. Er sollte sich nach dem Dollonschen Fernrohr, nach dem golddurchwirkten türkischen Teppich, nach dem Prachtlustzelt und endlich nach den schwarzen Reithengsten genau erkundigen, deren Geschichte, ohne zu bestimmt zu werden, mit der des rätselhaften Mannes zusammenhing, welcher allen unbedeutend geschienen
und dessen Erscheinen die Ruhe und das Glück meines Lebens zerstört hatte. Wie ich ausgeredet, holte ich Gold her, eine Last, wie ich sie nur zu tragen vermochte, und legte Edelsteine und Juwelen noch hinzu für einen größeren Wert. »Bendel«, sprach ich, »dieses ebnet viele Wege und macht vieles leichter, was unmöglich schien. Sei nicht karg damit, wie ich es nicht bin, sondern geh und erfreue deinen Herrn mit Nachrichten, auf denen seine alleinige Hoffnung beruht.« Er ging. Spät kam er und traurig zurück. Keiner von den Leuten des Herrn John, keiner von seinen Gästen, er hatte alle gesprochen, wussten sich auch nur entfernt an den Mann im grauen Rocke zu erinnern. Der neue Teleskop war da, und keiner wusste, wo er hergekommen. Der Teppich, das Zelt, waren noch auf demselben Hügel ausgebreitet und aufgeschlagen. Die Knechte rühmten den Reichtum ihres Herrn, und keiner wusste, von wannen diese neuen Kostbarkeiten ihm zugekommen. Er selbst hatte sein Wohlgefallen daran, und ihn kümmerte es nicht, dass er nicht wisse, woher er sie habe. Die Pferde hatten die jungen Herren, die sie geritten, in ihren Ställen, und sie priesen die Freigebigkeit des Herrn John, der sie ihnen an jenem Tag geschenkt. So viel erhellte aus der ausführlichen Erzählung Bendels, dessen rascher Eifer und verständige Führung auch bei so fruchtlosem Erfolg mein verdientes Lob erhielt. Ich winkte ihm düster, mich allein zu lassen. »Ich habe«, hub er wieder an, »meinem Herrn Bericht abgestattet über die Angelegenheit, die ihm am wichtigsten war. Mir bleibt noch ein Auftrag auszurichten, den mir heute früh jemand gegeben, welchem ich vor der Tür begegnete, da ich zu dem Geschäfte ausging, wo ich so unglücklich gewesen.« Die eigenen Worte des Mannes waren: »Sagen Sie dem Herrn Peter Schlemihl, er würde mich hier nicht mehr sehen, da ich übers Meer gehe und ein günstiger Wind mich soeben nach dem Hafen ruft. Aber über Jahr und Tag werde ich die Ehre haben, ihn selber aufzusuchen und ein anderes, ihm dann vielleicht annehmliches Geschäft vorzuschlagen. Empfehlen Sie mich ihm untertänigst und versichern Sie ihn meines Dankes.« Ich frug ihn, wer er wäre, er sagte aber, sie kennten ihn schon. »Wie sah der Mann aus?« rief ich voller Ahnung. Und Bendel beschrieb mir den Mann im grauen Rock Zug für Zug, Wort für Wort, wie er getreu in seiner vorigen Erzählung des Mannes erwähnt, nachdem er sich erkundigt. »Unglücklicher«, schrie ich händeringend, »das war er ja selbst!« Und ihm fiel es wie Schuppen von den Augen. »Ja, er war es wirklich«, rief er erschreckt aus, »und ich, Verblendeter, Blödsinniger, habe ihn nicht erkannt, und meinen Herrn verraten.« Er brach heiß weinend in die bittersten Vorwürfe gegen sich selber aus, und die Verzweiflung, in der er war, musste mir selber Mitleid einflößen. Ich sprach ihm Trost ein, versicherte ihm wiederholt, ich setze keinen Zweifel in seine Treue, und schickte ihn alsbald nach dem Hafen, um, womöglich, die Spur des seltsamen Mannes zu verfolgen. Aber an diesem selben Morgen waren sehr viele Schiffe, die widrige Winde im Hafen zurückgehalten, ausgelaufen, alle nach anderen Weltstrichen, alle nach anderen Küsten bestimmt, und der graue Mann war spurlos wie ein Schatten verschwunden. Ende von Kapitel 2. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 3 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 3. Was hülfen Flügel dem in eisernen Ketten fest angeschmiedeten?
müsste er dennoch und schrecklicher verzweifeln. Ich lag wie Fafner bei seinem Hort, fern von jedem menschlichen Zuspruch, bei meinem Golde darbend. Aber ich hatte nicht das Herz nach ihm, sondern ich fluchte ihm, um dessen Willen ich mich von allem Leben abgeschnitten sah. Bei mir allein mein düstres Geheimnis hegend, fürchtete ich mich vor dem letzten meiner Knechte, den ich zugleich beneiden musste. Denn er hatte einen Schatten, er durfte sich sehen lassen in der Sonne. Ich vertrauerte einsam in meinen Zimmern die Tag und Nächte, und Gram zehrte an meinem Herzen. Noch einer härmte sich unter meinen Augen ab. Mein treuer Bendel hörte nicht auf, sich mit stillen Vorwürfen zu martern, dass er das Zutrauen seines gütigen Herrn betrogen und jenen nicht erkannt, nachdem er ausgeschickt war und mit dem er mein trauriges Schicksal in enger Verflechtung denken musste. Ich aber konnte ihm keine Schuld geben. Ich erkannte in dem Ereignis die fabelhafte Natur des Unbekannten. Nichts unversucht zu lassen, schickte ich einst Bendel mit einem kostbaren, brillantenen Ring zu dem berühmtesten Maler der Stadt, den ich mich zu besuchen einladen ließ. Er kam. Ich entfernte meine Leute, verschloss die Tür, setzte mich zu dem Mann und, nachdem ich seine Kunst gepriesen, kam ich mit schwerem Herzen zur Sache. Ich ließ ihn zuvor das strengste Geheimnis geloben. »Herr Professor«, fuhr ich fort, »könnten Sie wohl einem Menschen, der auf die unglücklichste Weise von der Welt um seinen Schatten gekommen ist, einen falschen Schatten malen?« »Sie meinen einen Schlagschatten? Den meine ich allerdings.« »Aber«, frug er mich weiter, »durch welche Ungeschicklichkeit, durch welche Nachlässigkeit konnte er denn seinen Schlagschatten verlieren?« »Wie es kam«, erwiderte ich, »mag nun sehr gleichgültig sein. Doch so viel«, log ich ihm unverschämt vor, »in Russland, wo er im vorigen Winter eine Reise tat, fror ihm einmal bei einer außerordentlichen Kälte sein Schatten dergestalt am Boden fest, dass er ihn nicht wieder losbekommen konnte. Der falsche Schlagschatten, den ich ihm malen könnte«, erwiderte der Professor, »würde doch nur ein solcher sein, den er bei der leisesten Bewegung wieder verlieren müsste, zumal wer an dem eigenen angeborenen Schatten so wenig festhing, als aus ihrer Erzählung selbst sich entnehmen lässt, wer keinen Schatten hat, gehe nicht in die Sonne. Das ist das Vernünftigste und Sicherste.« Er stand auf und entfernte sich, indem er auf mich einen durchbohrenden Blick warf, den der meine nicht ertragen konnte. Ich sank in meinen Sessel zurück und verhüllte mein Gesicht in meinen Händen. So fand mich Bendel noch, als er hereintrat. Er sah den Schmerz seines Herrn und wollte sich still, ehrerbietig zurückziehen. Ich blickte auf. Ich erlag unter der Last meines Kummers. Ich musste ihn mitteilen. »Bendel«, rief ich ihm zu, »Bendel, du Einziger, der du meine Leiden siehst und ehrst, sie nicht erforschen zu wollen, sondern still und fromm mitzufühlen scheinst, komm zu mir, Bendel, und sei der Nächste meinem Herzen. Die Schätze meines Goldes habe ich vor dir nicht verschlossen, nicht verschließen will ich vor dir die Schätze meines Grams. Bendel, verlass mich nicht. Bendel, du siehst mich reich, freigebig, gütig, du wähnst, es sollte die Welt mich verherrlichen, und du siehst mich die Welt fliehen und mich vor ihr verschließen. Bendel, sie hat gerichtet die Welt und mich verstoßen. Und auch du vielleicht wirst dich von mir wenden, wenn du mein schreckliches Geheimnis erfährst. Bendel, ich bin reich, freigebig, gütig, aber, o Gott, ich habe keinen Schatten.« »Keinen Schatten?«
rief der gute Junge erschreckt aus, und die hellen Tränen stürzten ihm aus den Augen. »Weh mir, daß ich geboren ward, einem schattenlosen Herrn zu dienen!« Er schwieg, und ich hielt mein Gesicht in meinen Händen. »Bendel«, setzte ich später und zitternd hinzu, »nun hast du mein Vertrauen, nun kannst du es verraten. Geh hin und zeuge wider mich.« Er schien in schwerem Kampf mit sich selbst. Endlich stürzte er vor mir nieder und ergriff meine Hand, die er mit seinen Tränen benetzte. »Nein«, rief er aus, »was die Welt auch meine, ich kann und werde, um Schattens willen, meinen gütigen Herrn nicht verlassen. Ich werde recht und nicht klug handeln. Ich werde bei Ihnen bleiben, Ihnen meinen Schatten borgen, Ihnen helfen, wo ich kann, und wo ich nicht kann, mit Ihnen weinen.« Ich fiel ihm um den Hals, ob solcher ungewohnten Gesinnung staunend, denn ich war von ihm überzeugt, dass er es nicht um Gold tat. Seitdem änderte sich in etwas mein Schicksal und meine Lebensweise. Es war unbeschreiblich, wie vorsorglich Bendel mein Gebrechen zu verhehlen wusste. Überall war er vor mir und mit mir, alles vorhersehend, Anstalten treffend und, wo Gefahr unversehens drohte, mich schnell mit seinem Schatten überdeckend, denn er war größer und stärker als ich. So wagte ich mich wieder unter die Menschen und begann eine Rolle in der Welt zu spielen. Ich musste freilich viele Eigenheiten und Launen scheinbar annehmen. Solche stehen aber dem Reichen gut, und solange die Wahrheit nur verborgen blieb, genoss ich aller der Ehre und Achtung, die meinem Golde zukam. Ich sah ruhiger dem über Jahr und Tag verheißenen Besuch des rätselhaften Unbekannten entgegen. Ich fühlte sehr wohl, dass ich mich nicht lange an einem Ort aufhalten durfte, wo man mich schon ohne Schatten gesehen hatte und wo ich leicht verraten werden konnte. Auch dachte ich vielleicht nur allein noch daran, wie ich mich bei Herrn John gezeigt, und es war mir eine drückende Erinnerung. Demnach wollte ich hier bloß Probe halten, um anderswo leichter und zuversichtlicher auftreten zu können. Doch fand sich, was mich eine Zeit lang an meiner Eitelkeit festhielt. Das ist im Menschen, wo der Anker am zuverlässigsten Grund fasst. Eben die schöne Fanny, der ich am dritten Ort wieder begegnete, schenkte mir, ohne sich zu erinnern, mich jemals gesehen zu haben, einige Aufmerksamkeit. Denn jetzt hatte ich Witz und Verstand. Wenn ich redete, hörte man zu, und ich wusste selber nicht, wie ich zu der Kunst gekommen war, das Gespräch so leicht zu führen und zu beherrschen. Der Eindruck, den ich auf die Schöne gemacht zu haben einsah, machte aus mir, was sie eben begehrte, einen Narren, und ich folgte ihr seither mit tausend Mühen durch Schatten und Dämmerung, wo ich nur konnte. Ich war nur eitel darauf, sie über mich eitel zu machen, und konnte mir, selbst mit dem besten Willen, nicht den Rausch aus dem Kopf ins Herz zwingen. Aber wozu die ganze gemeine Geschichte dir lang und breit wiederholen? Du selbst hast sie mir oft genug von anderen Ehrenleuten erzählt. Zu dem alten, wohlbekannten Spiele, worin ich gutmütig eine abgedroschene Rolle übernommen, kam freilich eine ganz eigens gedichtete Katastrophe hinzu, mir und ihr und allen unerwartet. Da ich an einem schönen Abend nach meiner Gewohnheit eine Gesellschaft in einem Garten versammelt hatte, wandelte ich mit der Herrin Arm in Arm, in einiger Entfernung von den übrigen Gästen, und bemühte mich, ihr Redensarten vorzudrechseln. Sie sah sittig vor sich nieder und erwiderte leise den Druck meiner Hand. Da trat unversehens hinter uns der Mond aus den Wolken hervor, und sie sah nur ihren Schatten vor sich hinfallen.
Sie fuhr zusammen und blickte bestürzt mich an, dann wieder auf die Erde, mit dem Auge meinen Schatten begehrend. Und was in ihr vorging, malte sich so sonderbar in ihren Mienen, dass ich in ein lautes Gelächter hätte ausbrechen mögen, wenn es mir nicht selber eiskalt über den Rücken gelaufen wäre. Ich ließ sie aus meinem Arm in eine Ohnmacht sinken, schoss wie ein Pfeil durch die entsetzten Gäste und erreichte die Tür, warf mich in den ersten Wagen, den ich da haltend fand, und fuhr nach der Stadt zurück, wo ich diesmal zu meinem Unheil den vorsichtigen Bendel gelassen hatte. Er erschrak, als er mich sah. Ein Wort entdeckte ihm alles. Es wurden auf der Stelle Postpferde geholt. Ich nahm nur einen meiner Leute mit mir, einen abgefeimten Spitzbuben namens Rascal, der sich mir durch seine Gewandtheit notwendig zu machen gewusst und der nichts vom heutigen Vorfall ahnen konnte. Ich legte in derselben Nacht noch 30 Meilen zurück. Bendel blieb hinter mir, mein Haus aufzulösen, Gold zu spenden und mir das Nötigste nachzubringen. Als er mich am andern Tag einholte, warf ich mich in seine Arme und schwur ihm, nicht etwa keine Torheit mehr zu begehen, sondern nur künftig vorsichtiger zu sein. Wir setzten unsere Reise ununterbrochen fort, über die Grenze und das Gebirge, und erst am andern Abhang, durch das hohe Bollwerk von jenem Unglücksboden getrennt, ließ ich mich bewegen, in einem nahegelegenen und wenig besuchten Badeort von den überstandenen Mühseligkeiten auszurasten. Ende von Kapitel 3. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 4 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 4. Ich werde in meiner Erzählung schnell über eine Zeit hineilen müssen, bei der ich wie gerne verweilen würde, wenn ich ihren lebendigen Geist in der Erinnerung heraufzubeschwören vermöchte. Aber die Farbe, die sie belebte und nur wieder beleben kann, ist in mir verloschen. Und wenn ich in meiner Brust wiederfinden will, was sie damals so mächtig erhob, die Schmerzen und das Glück, den frommen Wahn, da schlag ich vergebens an einen Felsen, der keinen lebendigen Quell mehr gewährt. Und der Gott ist von mir gewichen. Wie verändert blickt sie mich jetzt an, diese vergangene Zeit. Ich sollte dort in dem Bade eine heroische Rolle tragieren, schlecht einstudiert und ein Neuling auf der Bühne, vergaff ich mich aus dem Stück heraus in ein paar blaue Augen. Die Eltern, vom Spiele getäuscht, bieten alles auf, den Handel nur schnell festzumachen. Und die gemeine Posse beschließt eine Verhöhnung. Und das ist alles, alles. Das kommt mir albern und abgeschmackt vor, und schrecklich wiederum, dass so mir vorkommen kann, was damals so reich, so groß, die Brust mir schwellte. Minna, wie ich damals weinte, als ich dich verlor, so wein ich jetzt, dich auch in mir verloren zu haben. Bin ich denn so alt geworden? O traurige Vernunft! Nur noch ein Pulsschlag jener Zeit, ein Moment jenes Wahns. Aber nein, einsam auf dem hohen, öden Meere meiner bitteren Flut und längst aus dem letzten Pokale der Champagner-Elfe entsprüht. Ich hatte Bendel mit einigen Goldsäcken vorausgeschickt, um mir im Städtchen eine Wohnung nach meinen Bedürfnissen einzurichten. Er hatte dort viel Geld ausgestreut und sich über den vornehmen Fremden, dem er diente, etwas unbestimmt ausgedrückt, denn ich wollte nicht genannt sein,
Das brachte die guten Leute auf sonderbare Gedanken. Sobald mein Haus zu meinem Empfang bereit war, kam Bendel wieder zu mir und holte mich dahin ab. Wir machten uns auf die Reise. Ungefähr eine Stunde vorm Orte, auf einem sonnigen Plan, ward uns der Weg durch eine festlich geschmückte Menge versperrt. Der Wagen hielt. Musik, Glockengeläut, Kanonenschüsse wurden gehört, ein lautes Vivat durchdrang die Luft. Vor dem Schlage des Wagens erschien in weißen Kleidern ein Chor Jungfrauen von ausnehmender Schönheit, die aber vor der einen wie Sterne der Nacht vor der Sonne verschwanden. Sie trat aus der Mitte der Schwestern hervor. Die hohe, zarte Bildung kniete verschämt errötend vor mir nieder und hielt mir auf seidenem Kissen einen aus Lorbeer, Ölzweig und Rosen geflochtenen Kranz entgegen, indem sie von Majestät, Ehrfurcht und Liebe einige Worte sprach, die ich nicht verstand, aber deren zauberischer Silberklang mein Ohr und Herz berauschte. Es war mir, als wäre schon einmal die himmlische Erscheinung an mir vorübergewallt. Der Chor fiel ein und sang das Lob eines guten Königs und das Glück seines Volkes. Und dieser Auftritt, lieber Freund, mitten in der Sonne. Sie kniete noch immer zwei Schritte von mir, und ich, ohne Schatten, konnte die Kluft nicht überspringen, nicht wieder vor dem Engel auf die Knie fallen. O, was hätte ich nicht dafür einen Schatten gegeben! Ich musste meine Scham, meine Angst, meine Verzweiflung tief in den Grund meines Wagens verbergen. Bendel besann sich endlich für mich. Er sprang von der anderen Seite aus dem Wagen heraus. Ich rief ihn noch zurück und reichte ihm aus meinem Kästchen, das mir eben zur Hand lag, eine reiche, diamantene Krone, die schöne Fanny hatte zieren sollen. Er trat vor und sprach im Namen seines Herrn, welcher solche Ehrbezeugungen nicht annehmen könne noch wolle, es müsse hier ein Irrtum vorwalten, jedoch seien die guten Einwohner der Stadt für ihren guten Willen bedankt. Er nahm indes den dargehaltenen Kranz von seinem Ort und legte den brillantenen Reif an dessen Stelle. Dann reichte er ehrerbietig der schönen Jungfrau die Hand zum Aufstehen und entfernte mit einem Wink Geistlichkeit, Magistratus und alle Deputationen. Niemand ward weiter vorgelassen. Er hieß den Haufen sich teilen und den Pferden Raum geben, schwang sich wieder in den Wagen und fort ging's weiter in gestrecktem Galopp, unter einer aus Laubwerk und Blumen erbauten Pforte hinweg, dem Städtchen zu. Die Kanonen wurden immer frischweg abgefeuert. Der Wagen hielt vor meinem Hause. Ich sprang behend in die Tür, die Menge teilend, die Begierde, mich zu sehen, herbeigerufen hatte. Der Pöbel schrie Vivat unter meinem Fenster, und ich ließ doppelte Dukaten daraus regnen. Am Abend war die Stadt freiwillig erleuchtet. Und ich wusste immer noch nicht, was das alles bedeuten sollte und für wen ich angesehen wurde. Ich schickte Raskallen auf Kundschaft aus. Er ließ sich denn erzählen, dassmaßen man bereits sichere Nachricht gehabt, der gute König von Preußen reise unter dem Namen eines Grafen durch das Land, wie mein Adjutant erkannt worden sei und wie er sich und mich verraten habe, wie groß endlich die Freude gewesen, dass man die Gewissheit gehabt, mich im Orte selbst zu besitzen. Nun sah man freilich ein, dass ich offenbar das strengste Inkognito beobachten wolle, wie sehr man Unrecht gehabt, den Schleier so zudringlich zu lüften. Ich hätte aber so huldreich, so gnadenvoll gezürnt, ich würde gewiß dem guten Herzen verzeihen müssen. Meinem Schlingel kam die Sache so spaßhaft vor, dass er mit strafenden Reden sein Möglichstes tat, die guten Leute einstweilen in ihrem Glauben zu bestärken. Er stattete mir seinen sehr komischen Bericht ab, und da er mich dadurch erheitert sah, gab er mir selbst seine verübte Bosheit zum Besten. Muss ich's bekennen, es schmeichelte mir doch,
sei es auch nur so, für das verehrte Haupt angesehen worden zu sein. Ich hieß zu dem morgenden Abend unter den Bäumen, die den Raum vor meinem Hause beschatteten, ein Fest bereiten und die ganze Stadt dazu einladen. Der geheimnisreichen Kraft meines Säckels, Bendels Bemühungen und der behenden Erfindsamkeit Rascals gelang es, selbst die Zeit zu besiegen. Es ist wirklich erstaunlich, wie reich und schön sich alles in den wenigen Stunden anordnete. Die Pracht und der Überfluss, die da sich erzeugten, auch die sinnreiche Erleuchtung war so weise verteilt, dass ich mich ganz sicher fühlte. Es blieb mir nichts zu erinnern, ich musste meine Diener loben. Es dunkelte der Abend. Die Gäste erschienen und wurden mir vorgestellt. Es ward die Majestät nicht mehr berührt, aber ich hieß in tiefer Ehrfurcht und Demut Herr Graf. Was sollte ich tun? Ich ließ mir den Grafen gefallen und blieb von Stund an der Graf Peter. Mitten im festlichen Gewühle begehrte meine Seele nur nach der einen. Spät erschien sie, sie, die die Krone war und trug. Sie folgte sittsam ihren Eltern und schien nicht zu wissen, dass sie die Schönste sei. Es wurde mir der Herr Forstmeister, seine Frau und seine Tochter vorgestellt. Ich wusste den Alten viel Angenehmes und Verbindliches zu sagen. Vor der Tochter stand ich wie ein ausgescholtener Knabe da und vermochte kein Wort hervorzulallen. Ich bat sie endlich, stammelnd, dies Fest zu würdigen, das Amt, dessen Zeichen sie schmückte, darin zu verwalten. Sie bat verschämt mit einem rührenden Blick um Schonung, aber verschämter vor ihr als sie selbst, brachte ich ihr als erster Untertan meine Huldigung in tiefer Ehrfurcht, und der Wink des Grafen ward allen Gästen ein Gebot, dem nachzuleben sich jeder freudig beeiferte. Majestät, Unschuld und Grazie beherrschten mit der Schönheit im Bunde ein frohes Fest. Die glücklichen Eltern Minnas glaubten ihnen nur zu Ehren ihr Kind erhöht. Ich selbst war in einem unbeschreiblichen Rausch. Ich ließ alles, was ich noch von den Juwelen hatte, die ich damals, um beschwerliches Gold loszuwerden, gekauft, alle Perlen, alles Edelgestein in zwei verdeckte Schüsseln legen und bei Tische unter dem Namen der Königin, deren Gespielinnen und allen Damen herumreichen. Gold ward indessen ununterbrochen über die gezogenen Schranken unter das jubelnde Volk geworfen. Bendel am andern Morgen eröffnete mir im Vertrauen, der Verdacht, den er längst gegen Rascals Redlichkeit gehegt, sei nunmehr zur Gewissheit geworden. Er habe gestern ganze Säcke Goldes unterschlagen. »Lass uns«, erwiderte ich, »den armen Schelm die kleine Beute gönnen. Ich spende gerne allen, warum nicht auch ihm? Gestern hat er mir, haben mir alle neuen Leute, die du mir gegeben, redlich gedient. Sie haben mir froh ein frohes Fest begehen helfen.« Es war nicht weiter die Rede davon. Rascal blieb der erste meiner Dienerschaft, Bendel war aber mein Freund und mein Vertrauter. Dieser war gewohnt worden, meinen Reichtum als unerschöpflich zu denken, und er spähte nicht nach dessen Quelle. Er half mir vielmehr, in meinen Sinn eingehend, Gelegenheiten ersinnen, ihn darzutun und Gold zu vergeuden. Von jenem Unbekannten, dem blassen Schleicher, wusste er nur so viel. Ich dürfe allein durch ihn von dem Fluche erlöst werden, der auf mir laste, und fürchte ihn, auf dem meine einzige Hoffnung ruhe. Übrigens sei ich davon überzeugt, er könne mich überall auffinden, ich ihn nirgends, darum ich, den versprochenen Tag erwartend, jede vergebliche Nachsuchung eingestellt. Die Pracht meines Festes und mein Benehmen dabei erhielten anfangs die starkgläubigen Einwohner der Stadt in ihrer vorgefassten Meinung.
Es ergab sich freilich sehr bald aus den Zeitungen, daß die ganze fabelhafte Reise des Königs von Preußen ein bloßes, unbegründetes Gerücht gewesen. Ein König war ich aber nun einmal und mußte schlechterdings ein König bleiben, und zwar einer der reichsten und königlichsten, die es immer geben mag. Nur wußte man nicht recht, welcher. Die Welt hat nie Grund gehabt, über Mangel an Monarchen zu klagen, am wenigsten in unseren Tagen. Die guten Leute, die noch keinen mit Augen gesehen, rieten mit gleichem Glück bald auf diesen, bald auf jenen. Graf Peter blieb immer, der er war. Einst erschien unter den Badegästen ein Handelsmann, der Bankrott gemacht hatte, um sich zu bereichern, der allgemeine Achtung genoss und einen breiten, obgleich etwas blassen Schatten von sich warf. Er wollte hier das Vermögen, das er gesammelt, zum Prunk ausstellen, und es fiel sogar ihm ein, mit mir wetteifern zu wollen. Ich sprach meinem Säckel zu und hatte sehr bald einen armen Teufel so weit, dass er, um sein Ansehen zu retten, abermals Bankrott machen mußte und über das Gebirge ziehen. So ward ich ihn los. Ich habe in dieser Gegend viele Taugenichtse und Müßiggänger gemacht. Bei der königlichen Pracht und Verschwendung, womit ich mir alles unterwarf, lebte ich in meinem Hause sehr einfach und eingezogen. Ich hatte mir die größte Vorsicht zur Regel gemacht. Es durfte, unter keinem Vorwand, kein anderer als Bendel die Zimmer, die ich bewohnte, betreten. Solange die Sonne schien, hielt ich mich mit ihm darin verschlossen, und es hieß, der Graf arbeite in seinem Kabinett. Mit diesen Arbeiten standen die häufigen Kuriere in Verbindung, die ich um jede Kleinigkeit abschickte und erhielt. Ich nahm nur am Abend unter meinen Bäumen oder in meinem nach Bendels Angaben geschickt und reich erleuchteten Saale Gesellschaft an. Wenn ich ausging, wobei mich stets Bendel mit Argusaugen bewachen mußte, so war es nur nach dem Förstergarten und um der einen willen, denn meines Lebens innerlichstes Herz war meine Liebe. O mein guter Chamiso, ich will hoffen, du habest noch nicht vergessen, was Liebe sei. Ich lasse dir hier vieles zu ergänzen. Minna war wirklich ein liebenswertes, gutes, frommes Kind. Ich hatte ihre ganze Fantasie an mich gefesselt. Sie wußte in ihrer Demut nicht, womit sie wert gewesen, daß ich nur nach ihr geblickt, und sie vergalt Liebe um Liebe mit der vollen jugendlichen Kraft eines unschuldigen Herzens. Sie liebte wie ein Weib, ganz hin sich opfernd, selbstvergessen, hingegeben den nur meinend, der ihr Leben war. Unbekümmert solle sie selbst zugrunde gehen. Das heißt, sie liebte wirklich. Ich aber, oh, welche schreckliche Stunde, schrecklich, und würdig dennoch, dass ich sie zurückwünsche, hab ich oft an Bendels Brust verweint, als nach dem ersten bewusstlosen Rausch ich mich besonnen, mich selbst scharf angeschaut, der ich, ohne Schatten, mit tückischer Selbstsucht, diesen Engel verderbend, die reine Seele an mich gelogen und gestohlen. Dann beschloss ich, mich ihr selbst zu verraten, dann gelobt ich mit teuren Eidschwüren, mich von ihr zu reißen und zu entfliehen. Dann brach ich wieder in Tränen aus und verabredete mit Bendel, wie ich sie auf den Abend im Förstergarten besuchen wolle. Zu andern Zeiten log ich mir selber vom nahe bevorstehenden Besuch des grauen Unbekannten große Hoffnungen vor und weinte wieder, wenn ich daran zu glauben vergebens versucht hatte. Ich hatte den Tag ausgerechnet, wo ich den Furchtbaren wieder zu sehen erwartete, denn er hatte gesagt, in Jahr und Tag, und ich glaubte an sein Wort. Die Eltern waren gute, ehrbare alte Leute, die ihr einziges Kind sehr liebten. Das ganze Verhältnis überraschte sie, als es schon bestand, und sie wussten nicht, was sie dabei tun sollten. Sie hatten früher nicht geträumt, der Graf Peter könne nur an ihr Kind denken. Nun liebte er sie gar und ward wieder geliebt.
Die Mutter war wohl eitel genug, an die Möglichkeit einer Verbindung zu denken und darauf hinzuarbeiten. Der gesunde Menschenverstand des Alten gab solchen überspannten Vorstellungen nicht Raum. Beide waren überzeugt von der Reinheit meiner Liebe. Sie konnten nichts tun, als für ihr Kind beten. Es fällt mir ein Brief in die Hand, den ich noch aus dieser Zeit von Minna habe. Ja, das sind ihre Züge. Ich will ihn dir abschreiben. Bin ein schwaches, törichtes Mädchen, könnte mir einbilden, dass mein Geliebter, weil ich ihn innig, innig liebe, dem armen Mädchen nicht wehtun möchte. Ach, du bist so gut, so unaussprechlich gut, aber missdeute mich nicht. Du sollst mir nichts opfern wollen. O Gott, ich könnte mich hassen, wenn du das tätest. Nein, du hast mich unendlich glücklich gemacht. Du hast mich dich lieben gelehrt. Zeug hin, weiß doch mein Schicksal, Graf Peter gehört nicht mir, gehört der Welt an. Will stolz sein, wenn ich höre, das ist er gewesen, und das war er wieder, und das hat er vollbracht. Da haben sie ihn angebetet, und da haben sie ihn vergöttert. Siehe, wenn ich das denke, zürne ich dir, dass du bei einem einfältigen Kinde deiner hohen Schicksale vergessen kannst. Zeug hin, sonst macht der Gedanke mich noch unglücklich, die ich, ach, durch dich so glücklich, so selig bin. Habe ich nicht auch einen Ölzweig und eine Rosenknospe in dein Leben geflochten, wie in den Kranz, den ich dir überreichen durfte? Habe dich im Herzen, mein Geliebter, fürchte nicht, von mir zu gehen. Werde sterben, ach, so selig, so unaussprechlich selig durch dich. Du kannst dir denken, wie mir die Worte durchs Herz schneiden mussten. Ich erklärte ihr, ich sei nicht das, wofür man mich anzusehen scheine. Ich sei nur ein reicher, aber unendlich elender Mann. Auf mir ruhe ein Fluch, der das einzige Geheimnis zwischen ihr und mir sein solle, weil ich noch nicht ohne Hoffnung sei, dass er gelöst werde. Dies sei das Gift meiner Tage, dass ich sie mit in den Abgrund hinreißen könne, sie, die das einzige Licht, das einzige Glück, das einzige Herz meines Lebens sei. Dann weinte sie wieder, dass ich unglücklich war. Ach, sie war so liebevoll, so gut. Um eine Träne nur mir zu erkaufen, hätte sie, in welcher Seligkeit, sich selbst ganz hingeopfert. Sie war indessen weit entfernt, meine Worte richtig zu deuten. Sie ahnte nun in mir irgendeinen Fürsten, den ein schwerer Bann getroffen, irgendein hohes, geächtetes Haupt, und ihre Einbildungskraft malte sich geschäftig unter heroischen Bildern den Geliebten herrlich aus. Einst sagte ich zu ihr, »Minna, der letzte Tag im künftigen Monat kann mein Schicksal ändern und entscheiden. Geschieht es nicht, so muss ich sterben, will ich dich nicht unglücklich machen.« Sie verbarg weinend ihr Haupt an meiner Brust. »Ändert sich dein Schicksal, lass mich nur dich glücklich wissen. Ich habe keinen Anspruch an dich. Bist du elend?« Binde mich an dein Elend, dass ich es dir tragen helfe. Mädchen, Mädchen, nimm es zurück, das rasche Wort, das törichte, das deinen Lippen entflohen. Und kennst du es, dieses Elend, kennst du ihn, diesen Fluch? Weißt du, wer dein Geliebter, was er? Siehst du mich nicht krampfhaft zusammenschaudern und vor dir ein Geheimnis haben? Sie fiel schluchzend mir zu Füßen und wiederholte mit Eidschwur ihre Bitte. Ich erklärte mich gegen den hereintretenden Forstmeister. Meine Absicht sei, am 1. des nächstkünftigen Monats um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Ich setzte diese Zeit fest, weil sich bis dahin manches ereignen dürfte, was Einfluss auf mein Schicksal haben könnte. Unwandelbar sei nur meine Liebe zu seiner Tochter.
Der gute Mann erschrak ordentlich, als er solche Worte aus dem Munde des Grafen Peter vernahm. Er fiel mir um den Hals und ward wieder ganz verschämt, sich vergessen zu haben. Nun fiel es ihm ein, zu zweifeln, zu erwägen und zu forschen. Er sprach von Mitgift, von Sicherheit, von Zukunft für sein liebes Kind. Ich dankte ihm, mich daran zu mahnen. Ich sagte ihm, ich wünsche in dieser Gegend, wo ich geliebt zu sein schien, mich anzusiedeln und ein sorgenfreies Leben zu führen. Ich bat ihn, die schönsten Güter, die im Lande ausgeboten wurden, unter dem Namen seiner Tochter zu kaufen und die Bezahlung auf mich anzuweisen. Es könne darin ein Vater dem Liebenden am besten dienen. Es gab ihm viel zu tun, denn überall war ihm ein Fremder zuvorgekommen. Er kaufte auch nur für ungefähr 1 Million. Dass ich ihn damit beschäftigte, war im Grunde eine unschuldige List, um ihn zu entfernen, und ich hatte schon ähnliche mit ihm gebraucht, denn ich muß gestehen, dass er mir etwas lästig war. Die gute Mutter war dagegen etwas taub und nicht, wie er, auf die Ehre eifersüchtig, den Herrn Grafen zu unterhalten. Die Mutter kam hinzu, die glücklichen Leute drangen in mich, den Abend länger unter ihnen zu bleiben. Ich durfte keine Minute verweilen. Ich sah schon den aufgehenden Mond am Horizonte dämmern. Meine Zeit war um. Am nächsten Abend ging ich wieder nach dem Förstergarten. Ich hatte den Mantel weit über die Schulter geworfen, den Hut tief in die Augen gedrückt. Ich ging auf Minna zu. Wie sie aufsah und mich anblickte, machte sie eine unwillkürliche Bewegung. Da stand mir wieder klar vor der Seele jene Erinnerung jener schaurigen Nacht, wo ich mich im Mondschein ohne Schatten gezeigt. Sie war es wirklich. Hatte sie mich aber auch jetzt erkannt? Sie war still und gedankenvoll. Mir lag es zentnerschwer auf der Brust. Ich stand von meinem Sitz auf. Sie warf sich stille weinend an meine Brust. Ich ging. Nun fand ich sie öfters in Tränen. Mir ward's finster und finsterer um die Seele. Nur die Eltern schwammen in überschwänglicher Glückseligkeit. Der verhängnisvolle Tag rückte heran, bang und dumpf wie eine Gewitterwolke. Der Vorabend war da. Ich konnte kaum mehr atmen. Ich hatte vorsorglich einige Kisten mit Gold angefüllt. Ich wachte die 12. Stunde heran. Sie schlug. Nun saß ich da, das Auge auf die Zeiger der Uhr gerichtet, die Sekunden, die Minuten zählend, wie Dolchstiche. Bei jedem Lärm, der sich regte, fuhr ich auf. Der Tag brach an. Die bleiernen Stunden verdrängten einander. Es ward Mittag, Abend, Nacht. Es rückten die Zeiger, welkten die Hoffnungen. Es schlug 11. Und nichts erschien. Die letzten Minuten der letzten Stunde fielen, und nichts erschien. Es schlug der erste Schlag, der letzte Schlag der 12. Stunde. Ich sank hoffnungslos in unendlichen Tränen auf mein Lager zurück. Morgen sollte ich, auf immer schattenlos, um die Hand der Geliebten anhalten. Ein banger Schlaf drückte mir gegen Morgen die Augen zu. Ende von Kapitel 4. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 5 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 5. Es war noch früh, als mich Stimmen weckten, die sich in meinem Vorzimmer in heftigem Wortwechsel erhoben. Ich horchte auf. Bendel verbot meine Tür. Rascal schwur hoch und teuer, keine Befehle von seinesgleichen anzunehmen,
und bestand darauf, in mein Zimmer einzudringen. Der gütige Bendel verwies ihm, dass solche Worte, falls sie zu meinen Ohren kämen, ihn um einen vorteilhaften Dienst bringen würden. Rascal drohte Hand an ihn zu legen, wenn er ihm den Eingang noch länger vertreten wollte. Ich hatte mich halb angezogen. Ich riss zornig die Tür auf und fuhr Rascal an. »Was willst du, Schurke?« Er trat zwei Schritte zurück und antwortete ganz kalt, »Sie untertänigst bitten, Herr Graf, mir doch einmal Ihren Schatten sehen zu lassen. Die Sonne scheint ebenso schön auf dem Hofe.« Ich war wie vom Donner gerührt. Es dauerte lange, bis ich die Sprache wiederfand. »Wie kann ein Knecht gegen seinen Herrn...« Er fiel mir ganz ruhig in die Rede. »Ein Knecht kann ein ehrlicher Mann sein und einem Schattenlosen nicht dienen wollen. Ich fordere meine Entlassung.« Ich musste andere Seiten aufziehen. »Aber Rascal, lieber Rascal, wer hat dich auf die unglückliche Idee gebracht? Wie kannst du denken...« Er fuhr im selben Tone fort. »Es wollen Leute behaupten, sie hätten keinen Schatten. Und kurz, zeigen Sie mir Ihren Schatten oder geben Sie mir meine Entlassung.« Bendel, bleich und zitternd, aber besonnener als ich, machte mir ein Zeichen. Ich nahm zu dem alles beschwichtigenden Golde meine Zuflucht. Auch das hatte seine Macht verloren. Er warf's mir vor die Füße. »Von einem Schattenlosen nehme ich nichts an.« Er kehrte mir den Rücken und ging, den Hut auf dem Kopf, ein Liedchen pfeifend, langsam aus dem Zimmer. Ich stand mit Bendel da wie versteinert, gedanken- und regungslos ihm nachsehend. Schwer aufseufzend und den Tod im Herzen schickte ich mich endlich an, mein Wort zu lösen und wie ein Verbrecher vor seinen Richter in dem Förstergarten zu erscheinen. Ich stieg in der dunklen Laube ab, welche nach mir benannt war und wo sie mich auch diesmal erwarten mussten. Die Mutter kam mir sorgenfrei und freudig entgegen. Minna saß da, bleich und schön wie der erste Schnee, der manchmal im Herbste die letzten Blumen küsst und gleich in bitteres Wasser zerfließen wird. Der Forstmeister, ein geschriebenes Blatt in der Hand, ging heftig auf und ab und schien vieles in sich zu unterdrücken, was, mit fliegender Röte und Blässe wechselnd, sich auf seinem sonst unbeweglichen Gesicht malte. Er kam auf mich zu, als ich hereintrat, und verlangte mit oft unterbrochenen Worten, mich allein zu sprechen. Der Gang, auf dem er mich ihm zu folgen einlud, führte nach einem freien, besonnten Teile des Gartens. Ich ließ mich stumm auf einen Sitz nieder, und es erfolgte ein langes Schweigen, das selbst die gute Mutter nicht zu unterbrechen wagte. Der Forstmeister stürmte immer noch ungleichen Schrittes die Laube auf und ab. Er stand mit einem Mal vor mir, blickte ins Papier, das er hielt, und fragte mich mit prüfendem Blick, »Sollte Ihnen, Herr Graf, ein gewisser Peter Schlemihl wirklich nicht unbekannt sein?« Ich schwieg. »Ein Mann von vorzüglichem Charakter und von besonderen Gaben.« Er erwartete eine Antwort. »Und wenn ich selbst der Mann wäre?« Dem fügte er heftig hinzu, »seinen Schatten abhanden gekommen ist.« »O, meine Ahnung, meine Ahnung!« rief Minna aus. »Ja, ich weiß es längst. Er hat keinen Schatten.« Und sie warf sich in die Arme der Mutter, welche erschreckt, sie krampfhaft an sich schließend, ihr Vorwürfe machte, dass sie zum Unheil solch ein Geheimnis in sich verschlossen. Sie aber war, wie Arethusa, in einen Tränenquell gewandelt, der beim Klang meiner Stimme häufiger floss und bei meinem Nahen stürmisch aufbrauste. »Und Sie haben«, hub der Forstmeister grimmig wieder an, »und Sie haben mit unerhörter Frechheit diese und mich zu betrügen keinen Anstand genommen? Und Sie geben vor, sie zu lieben, die Sie so weit heruntergebracht haben? Sehen Sie, wie sie da weint und ringt! Oh, schrecklich, schrecklich!« Ich hatte dergestalt alle Besinnung verloren, dass ich, wie irreredend, anfing,
Es wäre doch am Ende ein Schatten, nichts als ein Schatten. Man könne auch ohne das fertig werden, und es wäre nicht der Mühe wert, solchen Lärm davon zu erheben. Ich fühlte so sehr den Ungrund von dem, was ich sprach, dass ich von selbst aufhörte, ohne dass er mich eine Antwort gewürdigt. Ich fügte noch hinzu, was man einmal verloren, könne man ein andermal wiederfinden. Er fuhr mich zornig an. »Gestehen Sie mir's, mein Herr, gestehen Sie mir's, wie sind Sie um Ihren Schatten gekommen?« Ich musste wieder lügen. »Es trat mir dereinst ein ungeschlachter Mann so flämisch in meinen Schatten, dass er ein großes Loch dareinriß. Ich hatte ihn zum Ausbessern gegeben, denn Gold vermag viel. Ich habe ihn schon gestern wiederbekommen sollen.« »Wohl, mein Herr, ganz wohl«, erwiderte der Forstmeister. »Sie werben um meine Tochter. Das tun auch andere. Ich habe als ein Vater für sie zu sorgen. Ich gebe ihnen 3 Tage Frist, binnen welcher sie sich nach einem Schatten umtun mögen. Erscheinen sie binnen 3 Tagen vor mir mit einem wohl angepassten Schatten, so sollen sie mir willkommen sein. Am 4. Tage aber, das sage ich ihnen, ist meine Tochter die Frau eines andern.« Ich wollte noch versuchen, ein Wort an Minna zu richten, aber sie schloss sich, heftiger schluchzend, fester an ihre Mutter, und diese winkte mir stillschweigend, mich zu entfernen. Ich schwankte hinweg, und mir war's, als schlösse sich hinter mir die Welt zu. Der liebevollen Aufsicht Bendels entsprungen, durchstreifte ich in irrem Lauf Wälder und Fluren. Angstschweiß drohte von meiner Stirn, ein dumpfes Stöhnen entrang sich meiner Brust, in mir tobte Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange es so gedauert haben mochte, als ich mich auf einer sonnigen Heide beim Ärmel angehalten fühlte. Ich stand still und sah mich um. Es war der Mann im grauen Rock, der sich nach mir außer Atem gelaufen zu haben schien. Er nahm sogleich das Wort. »Ich hatte mich auf den heutigen Tag angemeldet. Sie haben die Zeit nicht erwarten können. Es steht aber alles noch gut. Nehmen Sie Rat an. Tauschen Sie Ihren Schatten wieder ein, der Ihnen zu Gebote steht, und kehren sogleich wieder um. Sie sollen in dem Förstergarten willkommen sein, und alles ist nur ein Scherz gewesen. Den Rascal, der Sie verraten hat und um Ihre Braut wirbt, nehme ich auf mich. Der Kerl ist reif.« Ich stand noch wie im Schlafe da. Auf den heutigen Tag angemeldet? Ich überdachte noch einmal die Zeit. Er hatte recht. Ich hatte mich stets um einen Tag verrechnet. Ich suchte mit der rechten Hand nach dem Säckel auf meiner Brust. Er erriet meine Meinung und trat 2 Schritte zurück. »Nein, Herr Graf, der ist in guten Händen. Den behalten Sie.« Ich sah ihn mit stieren Augen verwundert fragend an. Er fuhr fort, »Ich erbitte mir bloß eine Kleinigkeit zum Andenken. Sind Sie nur so gut und unterschreiben mir den Zettel da.« Auf dem Pergament standen die Worte, »Kraft dieser meiner Unterschrift vermache ich dem Inhaber dieses meine Seele nach ihrer natürlichen Trennung von meinem Leibe.« Ich sah mit stummem Staunen die Schrift und den grauen Unbekannten abwechselnd an. Er hatte unterdessen mit einer neu geschnittenen Feder einen Tropfen Blut aufgefangen, der mir aus einem frischen Dornenriss auf die Hand floss, und hielt sie mir hin. »Wer sind Sie denn?« frug ich endlich. »Was tut's?« gab er mir zur Antwort. »Und sieht man es mir nicht an? Ein armer Teufel! Gleichsam so eine Art von Gelehrten und Physikus, der von seinen Freunden für vortreffliche Künste schlechten Dank erntet und für sich selber auf Erden keinen andern Spaß hat als sein bisschen Experimentieren. Aber unterschreiben Sie doch. Rechts, da unten, Peter Schlemihl.« Ich schüttelte mit dem Kopf und sagte, »Verzeihen Sie, mein Herr, das unterschreibe ich nicht.« »Nicht?« wiederholte er verwundert. »Und warum nicht?«
Es scheint mir doch gewissermaßen bedenklich, meine Seele an meinen Schatten zu setzen.« »So, so«, wiederholte er, »bedenklich!« Und er brach in ein lautes Gelächter gegen mich aus. »Und, wenn ich fragen darf, was ist denn das für ein Ding, Ihre Seele? Haben Sie es je gesehen? Und was denken Sie damit anzufangen, wenn Sie einst tot sind? Seien Sie doch froh, einen Liebhaber zu finden, der Ihnen bei Lebzeiten noch den Nachlass dieses X, dieser galvanischen Kraft oder polarisierenden Wirksamkeit und was alles das närrische Ding sein soll, mit etwas Wirklichem bezahlen will, nämlich mit Ihrem leibhaftigen Schatten, durch den Sie zu der Hand Ihrer Geliebten und zu der Erfüllung Ihrer Wünsche gelangen können. Wollen Sie lieber selbst das arme junge Blut dem niederträchtigen Schurken, dem Raskal, zustoßen und ausliefern? Nein, das müssen Sie doch mit eigenen Augen ansehen. Kommen Sie, ich leihe Ihnen die Tarnkappe hier.« Er zog etwas aus der Tasche, und wir wallfahren ungesehen nach dem Förstergarten. Ich muss gestehen, dass ich mich darüber schämte, von diesem Manne ausgelacht zu werden. Er war mir von Herzensgrunde verhasst, und ich glaube, dass mich dieser persönliche Widerwille mehr als Grundsätze oder Vorurteile abhielt, meinen Schatten, so notwendig er mir auch war, mit der begehrten Unterschrift zu erkaufen. Auch war mir der Gedanke unerträglich, den Gang, den er mir antrug, in seiner Gesellschaft zu unternehmen. Diesen hässlichen Schleicher, diesen hohen lächelnden Kobold zwischen mich und meine Geliebte, zwei blutig zerrissene Herzen spöttisch hintreten zu sehen, empörte mein innerstes Gefühl. Ich nahm, was geschehen war, als verhängt an, mein Elend als unabwendbar, und mich zu dem Manne kehrend, sagte ich ihm: »Mein Herr, ich habe Ihnen meinen Schatten für diesen an sich sehr vorzüglichen Säckel verkauft, und es hat mich genug gereut. Kann der Handel zurückgehen, in Gottes Namen?« Er schüttelte mit dem Kopf und zog ein sehr finsteres Gesicht. Ich fuhr fort: »So will ich Ihnen auch weiter nichts von meiner Habe verkaufen, sei es auch um den angebotenen Preis meines Schattens, und unterschreibe also nichts.« Daraus lässt sich auch abnehmen, dass die Verkappung, zu der Sie mich einladen, ungleich belustigender für Sie als für mich ausfallen müsste. Halten Sie mich also für entschuldigt, und da es einmal nicht anders ist, lasst uns scheiden.« »Es ist mir leid, Monsieur Schlemihl, dass Sie eigensinnig das Geschäft von der Hand weisen, das ich Ihnen freundschaftlich anbot. Indessen, vielleicht bin ich ein andermal glücklicher. Auf baldiges Wiedersehen. Apropos, erlauben Sie mir noch, Ihnen zu zeigen, dass ich die Sache, die ich kaufe, keineswegs verschimmeln lasse, sondern in Ehren halte, und dass sie gut bei mir aufgehoben ist.« Er zog sogleich meinen Schatten aus seiner Tasche, und ihn mit einem geschickten Wurf auf der Heide entfaltend, breitete er ihn auf der Sonnenseite zu seinen Füßen aus, so dass er zwischen den beiden ihm aufwartenden Schatten, dem meinen und dem seinen, daherging, denn meiner mußte ihm gleichfalls gehorchen und nach allen seinen Bewegungen sich richten und bequemen. Als ich nach so langer Zeit einmal meinen armen Schatten wieder sah und ihn zu solchem schnöden Dienst herabgewürdigt fand, eben als ich um seinetwillen in so namenloser Not war, da brach mir das Herz, und ich fing bitterlich zu weinen an. Der Verhaßte stolzierte mit dem mir abgejagten Raub und erneuerte unverschämt seinen Antrag. »Noch ist er für Sie zu haben. Ein Federzug, und Sie retten damit die arme, unglückliche Minna aus des Schusters Klauen, in des hochgeehrten Herrn Grafen Arme. Wie gesagt, nur ein Federzug.« Meine Tränen brachen mit erneuter Kraft hervor, aber ich wandte mich weg
und winkte ihm, sich zu entfernen. Bendel, der voller Sorge meine Spuren bis hierher verfolgt hatte, traf in diesem Augenblick ein. Als mich die treue, fromme Seele weinend fand und meinen Schatten, denn er war nicht zu verkennen, in der Gewalt des wunderlichen, grauen Unbekannten sah, beschloss er gleich, sei es auch mit Gewalt, mich in den Besitz meines Eigentums wiederherzustellen. Da er selbst mit dem zarten Ding nicht umzugehen verstand, griff er gleich den Mann mit Worten an, und ohne vieles Fragen gebot er ihm stracks, mir das meine unverzüglich verabfolgen zu lassen. Dieser, statt aller Antwort, kehrte dem unschuldigen Burschen den Rücken und ging. Bendel aber erhob den Kreuzdornknüttel, den er trug, und ihm auf den Fersen folgend, ließ er ihn schonungslos, unter wiederholtem Befehl den Schatten herzugeben, die volle Kraft seines nervichten Armes fühlen. Jener, als sei er solche Behandlung gewöhnt, bückte den Kopf, wölbte die Schultern und zog stillschweigend, ruhigen Schrittes seinen Weg über die Heide weiter, mir meinen Schatten zugleich und meinen treuen Diener entführend. Ich hörte lange noch den dumpfen Schall durch die Einöde dröhnen, bis er sich endlich in der Entfernung verlor. Einsam war ich wie vorher in meinem Unglück. Ende von Kapitel 5. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 6 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 6. Allein zurückgeblieben auf der öden Heide ließ ich endlich tränenfreien Lauf, mein armes Herz von namenloser, banger Angst erleichternd. Aber ich sah meinem überschwänglichen Elend keine Grenze, keinen Ausgang, kein Ziel. Und ich sog besonders mit grimmigem Durst an dem neuen Gifte, das der Unbekannte in meine Wunde gegossen. Als ich Minnas Bild vor meine Seele rief und die geliebte, süße Gestalt bleich und in Tränen mir erschien, wie ich sie zuletzt in meiner Schmach gesehen, da trat frech und höhnend Rascals Schämen zwischen sie und mich. Ich verhüllte mein Gesicht und floh durch die Einöde, aber die scheußliche Erscheinung gab mich nicht frei, sondern verfolgte mich im Laufe, bis ich atemlos an den Boden sank und die Erde mit erneutem Tränenquell befeuchtete. Und alles um einen Schatten. Und diesen Schatten hätte mir ein Federzug wieder erworben. Ich überdachte den befremdenden Antrag und meine Weigerung. Es war wüst in mir. Ich hatte weder Urteil noch Fassungsvermögen mehr. Der Tag verging. Ich stillte meinen Hunger mit wilden Früchten, meinen Durst im nächsten Bergstrom. Die Nacht brach ein. Ich lagerte mich unter einem Baum. Der feuchte Morgen weckte mich aus einem schweren Schlaf, in dem ich mich selbst wie im Tode röcheln hörte. Bendel musste meine Spur verloren haben, und es freute mich, es zu denken. Ich wollte nicht unter die Menschen zurückkehren, vor welchen ich schreckhaft floh, wie das scheue Wild des Gebirges. So verlebte ich drei bange Tage. Ich befand mich am Morgen des vierten auf einer sandigen Ebene, welche die Sonne beschien, und saß auf Felsentrümmern in ihrem Strahl, denn ich liebte jetzt ihren lang entbehrten Anblick zu genießen. Ich nährte still mein Herz mit seiner Verzweiflung. Da schreckte mich ein leises Geräusch auf. Ich warf, zur Flucht bereit, den Blick um mich her. Ich sah niemanden. Aber es kam auf dem sonnigen Sande an mir vorbeigeglitten ein Menschenschatten, dem meinigen nicht unähnlich, welcher, allein daherwandelnd,
von seinem Herrn abgekommen zu sein schien. Da erwachte in mir ein mächtiger Trieb. »Schatten«, dachte ich, »suchst du deinen Herrn? Der will ich sein«, und ich sprang hinzu, mich seiner zu bemächtigen. Ich dachte nämlich, dass, wenn es mir glückte, in seine Spur zu treten, so, dass er mir an die Füße käme, er wohl daran hängen bleiben würde und sich mit der Zeit an mich gewöhnen. Der Schatten auf meine Bewegung nahm vor mir die Flucht. Ich musste auf den leichten Flüchtling eine angestrengte Jagd beginnen, zu der mich allein der Gedanke, mich aus der furchtbaren Lage, in der ich war, zu retten, mit hinreichenden Kräften ausrüsten konnte. Er floh einem freilich noch entfernten Walde zu, in dessen Schatten ich ihn notwendig hätte verlieren müssen. Ich saß, ein Schreck durchzuckte mir das Herz, fachte meine Begierde an, beflügelte meinen Lauf. Ich gewann sichtbarlich auf den Schatten, ich kam ihm nach und nach näher, ich musste ihn erreichen. Nun hielt er plötzlich an und kehrte sich nach mir um. Wie der Löwe auf seine Beute, so schoss ich mit einem gewaltigen Sprung hinzu, um ihn in Besitz zu nehmen, und traf unerwartet und hart auf körperlichen Widerstand. Es wurden mir unsichtbar die unerhörtesten Rippenstöße erteilt, die wohl je ein Mensch gefühlt hat. Die Wirkung des Schreckens war in mir, die Arme krampfhaft zuzuschlagen und festzudrücken, was ungesehen vor mir stand. Ich stürzte in der schnellen Handlung vorwärts gestreckt auf den Boden, rückwärts aber unter mir ein Mensch, den ich umfasst hielt und der jetzt erst sichtbar schien. Nun ward mir auch das ganze Ereignis sehr natürlich erklärbar. Der Mann musste das unsichtbare Vogelnest, welches den, der es hält, nicht aber seinen Schatten, unsichtbar gemacht, selbst getragen und jetzt weggeworfen haben. Ich spähete mit dem Blick umher, entdeckte gar bald den Schatten des unsichtbaren Nestes selbst, sprang auf und hinzu und verfehlte nicht den teuern Raub. Ich hielt unsichtbar, schattenlos, das Nest in Händen. Der schnell sich aufrichtende Mann, sich sogleich nach seinem beglückten Bezwinger umsehend, erblickte auf der weiten, sonnigen Ebene weder ihn noch dessen Schatten, nachdem er besonders ängstlich umherlauschte. Denn dass ich an und für sich schattenlos war, hatte er vorher nicht Muße gehabt zu bemerken und konnte es nicht vermuten. Als er sich überzeugt, dass jede Spur verschwunden, kehrte er in der höchsten Verzweiflung die Hand gegen sich selber und raufte sich die Haare aus. Mir aber gab der errungene Schatz die Möglichkeit und die Begierde zugleich, mich wieder unter die Menschen zu mischen. Es fehlte mir nicht an Vorwand gegen mich selbst, meinen schnöden Raub zu beschönigen, oder vielmehr, ich bedurfte solches nicht, und jedem Gedanken der Art zu entweichen, eilte ich hinweg, nach dem Unglücklichen nicht zurückschauend, dessen ängstliche Stimme ich mir noch lange nachschallen hörte. So wenigstens kamen mir damals alle Umstände dieses Ereignisses vor. Ich brannte, nach dem Förstergarten zu gehen und durch mich selbst die Wahrheit dessen zu erkennen, was mir jener Verhaßte verkündigt hatte. Ich wußte aber nicht, wo ich war. Ich bestieg, um mich in der Gegend umzuschauen, den nächsten Hügel und sah von seinem Gipfel das nahe Städtchen und den Förstergarten zu meinen Füßen liegen. Heftig klopfte mir das Herz, und Tränen einer andern Art, als ich sie bis dahin vergossen, traten mir in die Augen. Ich sollte sie wiedersehen. Bange Sehnsucht beschleunigte meine Schritte auf dem richtigsten Pfad hinab. Ich kam ungesehen an einigen Bauern vorbei, die aus der Stadt kamen. Sie sprachen von mir, Rascal und dem Förster. Ich wollte nichts hören, ich eilte vorüber. Ich trat in den Garten, alle Schauer der Erwartung in der Brust. Mir schallte es wie ein Lachen entgegen. Ich schauderte. Ich warf einen schnellen Blick um mich her.
Ich konnte niemanden entdecken. Ich schritt weiter vor. Mir war's, als vernehme ich neben mir ein Geräusch wie von Menschentritten. Es war aber nichts zu sehen. Ich dachte mich von meinen Ohren getäuscht. Es war noch früh, niemand in Graf Peters Laube, noch leer der Garten. Ich durchschweifte die bekannten Gänge. Ich drang bis nach dem Wohnhause vor. Dasselbe Geräusch verfolgte mich vernehmlicher. Ich setzte mich mit angstvollem Herzen auf eine Bank, die im sonnigen Raume der Haustür entgegenstand. Es ward mir, als höre ich den ungesehenen Kobold sich hohnlachend neben mich setzen. Der Schlüssel ward in der Tür gedreht. Sie ging auf, der Forstmeister trat heraus, mit Papieren in der Hand. Ich fühlte mir wie Nebel über den Kopf ziehen. Ich sah mich um und Entsetzen! Der Mann im grauen Rock saß neben mir, mit satanischem Lächeln auf mich blickend. Er hatte mir seine Tarnkappe mit über den Kopf gezogen. Zu seinen Füßen lagen sein und mein Schatten friedlich nebeneinander. Er spielte nachlässig mit dem bekannten Pergament, das er in der Hand hielt, und indem der Forstmeister mit den Papieren beschäftigt im Schatten der Laube auf und abging, beugte er sich vertraulich zu meinem Ohr und flüsterte mir die Worte: »So hätten Sie denn doch meine Einladung angenommen, und da säßen wir einmal zwei Köpfe unter einer Kappe. Schon recht, schon recht. Nun geben Sie mir aber auch mein Vogelnest zurück. Sie brauchen es nicht mehr und sind ein zu ehrlicher Mann, um es mir vorenthalten zu wollen. Doch keinen Dank dafür. Ich versichere Sie, dass ich es Ihnen von Herzen gern geliehen habe.« Er nahm es unweigerlich aus meiner Hand, steckte es in die Tasche und lachte mich abermals aus, und zwar so laut, dass sich der Forstmeister nach dem Geräusch umsah. Ich saß wie versteinert da. »Sie müssen mir doch gestehen«, fuhr er fort, »dass so eine Kappe viel bequemer ist. Sie deckt doch nicht nur ihren Mann, sondern auch seinen Schatten mit und noch so viele andere, als er mitzunehmen Lust hat. Sehen Sie, heute führe ich wieder Ihrer zwei.« Er lachte wieder. »Merken Sie sich's, Schlemiel, was man anfangs mit Gutem nicht will, das muss man am Ende doch gezwungen. Ich dächte doch, Sie kaufen mir das Ding ab, nähmen die Braut zurück, denn noch ist es Zeit, und wir ließen den Rascal am Galgen baumeln. Das wird uns ein leichtes, solange es am Stricke nicht fehlt. Hören Sie, ich gebe Ihnen noch meine Mütze in den Kauf.« Die Mutter trat heraus und das Gespräch begann. »Was macht Minna?« »Sie weint.« »Einfältiges Kind, es ist doch nicht zu ändern.« »Freilich nicht, aber sie so früh einem anderen zu geben? O Mann, du bist grausam gegen dein eigenes Kind.« »Nein, Mutter, das siehst du sehr falsch. Wenn sie, noch bevor sie ihre doch kindischen Tränen ausgeweint hat, sich als die Frau eines sehr reichen und geehrten Mannes findet, wird sie getröstet aus ihrem Schmerz wie aus einem Traum erwachen und Gott und uns danken. Das wirst du sehen.« »Gott gebe es. Sie besitzt freilich jetzt sehr ansehnliche Güter, aber nach dem Aufsehen, das die unglückliche Geschichte mit dem Abenteurer gemacht hat, glaubst du, dass sich so bald eine andere, für sie so passende Partie als der Herr Rascal finden möchte? Weißt du, was für ein Vermögen er besitzt, der Herr Rascal? Er hat für 6 Millionen Güter hier im Lande, frei von allen Schulden, bar bezahlt. Ich habe die Dokumente in Händen gehabt. Er war es, der mir überall das Beste vorweggenommen hat und außerdem im Portefeuille Papiere auf Thomas John für circa 4,5 Millionen. Er muss sehr viel gestohlen haben. Was sind das wieder für Reden? Er hat weislich gespart, wo verschwendet wurde. Ein Mann, der die Livree getragen hat.
»Dummes Zeug! Er hat doch einen untadeligen Schatten!« »Du hast recht, aber...« Der Mann im grauen Rock lachte und sah mich an. Die Tür ging auf und Minna trat heraus. Sie stützte sich auf den Arm einer Kammerfrau. Stille Tränen flossen auf ihre schönen, blassen Wangen. Sie setzte sich in einen Sessel, der für sie unter den Linden bereitet war, und ihr Vater nahm einen Stuhl neben ihr. Er fasste zärtlich ihre Hand und redete sie, die heftig zu weinen anfing, mit zarten Worten an. »Du bist mein gutes, liebes Kind. Du wirst auch vernünftig sein, wirst nicht deinen alten Vater betrüben wollen, der nur dein Glück will. Ich begreife es wohl, liebes Herz, dass es dich sehr erschüttert hat. Du bist wunderbar deinem Unglück entkommen. Bevor wir den schändlichen Betrug entdeckt, hast du diesen Unwürdigen sehr geliebt. Siehe, Minna, ich weiß es und mache dir keine Vorwürfe darüber. Ich selber, liebes Kind, habe ihn auch geliebt, solange ich ihn für einen großen Herrn angesehen habe. Nun siehst du aber selber ein, wie anders alles geworden. Was, ein jeder Pudel hat ja seinen Schatten, und mein liebes, einziges Kind soll einen Mann... Nein, du denkst gar nicht mehr an ihn. Höre, Minna, nun wirbt ein Mann um dich, der die Sonne nicht scheut, ein geehrter Mann, der freilich kein Fürst ist, aber 10 Millionen, 10-mal mehr, als du in Vermögen besitzt. Ein Mann, der mein liebes Kind glücklich machen wird. Erwidere mir nichts, widersetze dich nicht, sei meine gute, gehorsame Tochter. Lass deinen liebenden Vater für dich sorgen, deine Tränen trocknen. Versprich mir, dem Herrn Rascal deine Hand zu geben. Sage, willst du mir dies versprechen?« Sie antwortete mit erstorbener Stimme. »Ich habe keinen Willen, keinen Wunsch für der auf Erden. Geschehe mit mir, was mein Vater will.« Zugleich ward Herr Rascal angemeldet und trat frech in den Kreis. Minna lag in Ohnmacht. Mein verhaßter Gefährte blickte mich zornig an und flüsterte mir die schnellen Worte: »Und das können Sie erdulden? Was fließt Ihnen denn statt Blut in den Adern?« Er ritzte mir mit einer raschen Bewegung eine leichte Wunde in die Hand. Es floss Blut. Er fuhr fort: »Wahrhaftig, rotes Blut. So unterschreiben Sie.« Ich hatte das Pergament und die Feder in Händen. Ende von Kapitel 6. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 7 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 7. Ich werde mich deinem Urteil bloßstellen, lieber Chamiso, und es nicht zu bestechen suchen. Ich selbst habe lange strenges Gericht an mir selber vollzogen, denn ich habe den quälenden Wurm in meinem Herzen genährt. Es schwebte immerwährend dieser ernste Moment meines Lebens vor meiner Seele, und ich vermochte es nur zweifelnden Blickes mit Demut und Zerknirschung anzuschauen. Lieber Freund, wer leichtsinnig nur den Fuß aus der geraden Straße setzt, der wird unversehens in andere Pfade abgeführt, die abwärts und immer abwärts ihn ziehen. Er sieht dann umsonst die Leitsterne am Himmel schimmern. Es bleibt ihm keine Wahl. Er muss unaufhaltsam den Abhang hinab und sich selbst der Nemesis opfern. Nach dem übereilten Fehltritt, der den Fluch auf mich geladen, hatte ich durch Liebe frevelnd in eines anderen Wesens Schicksal mich gedrängt. Was blieb mir übrig, als, wo ich Verderben gesät,
wo schnelle Rettung von mir geheischt ward, eben rettend blindlings hinzuzuspringen, denn die letzte Stunde schlug. Denke nicht so niedrig von mir, mein Adelbert, als zu meinen, es hätte mich irgendein geforderter Preis zu teuer gedünkt. Ich hätte mit irgend etwas, was nur mein war, mehr als eben mit Gold gekargt. Nein, Adelbert, aber mit unüberwindlichem Hasse gegen diesen rätselhaften Schleicher auf krummen Wegen war meine Seele angefüllt. Ich mochte ihm Unrecht tun, doch empörte mich jede Gemeinschaft mit ihm. Auch hier trat, wie so oft schon in meinem Leben und wie überhaupt so oft in der Weltgeschichte, ein Ereignis an die Stelle einer Tat. Später habe ich mich mit mir selber versöhnt. Ich habe ernstlich die Notwendigkeit verehren lernen, und was ist mehr als die getane Tat, das geschehene Ereignis, ihr Eigentum? Dann habe ich auch diese Notwendigkeit als eine weise Fügung verehren lernen, die durch das gesamte große Getriebe weht, darin wir bloß als mitwirkende, getriebene, treibende Räder eingreifen. Was sein soll, muss geschehen, was sein sollte, geschah. Und nicht ohne jede Fügung, die ich endlich noch in meinem Schicksale und dem Schicksale derer, die das meine mit angriff, verehren lernte. Ich weiß nicht, ob ich es der Spannung meiner Seele unter dem Drang so mächtiger Empfindungen zuschreiben soll, ob der Erschöpfung meiner physischen Kräfte, die während der letzten Tage ungewohntes Darben geschwächt, ob endlich dem zerstörenden Aufruhr, den die Nähe dieses grauen Unholdes in meiner ganzen Natur erregte, genug. Es befiel mich, als es an das Unterschreiben ging, eine tiefe Ohnmacht, und ich lag eine lange Zeit wie in den Armen des Todes. Fußstampfen und Fluchen waren die ersten Töne, die mein Ohr trafen, als ich zum Bewusstsein zurückkehrte. Ich öffnete die Augen. Es war dunkel. Mein verhaßter Begleiter war scheltend um mich bemüht. »Heißt das nicht, wie ein altes Weib sich aufführen? Man raffe sich auf und vollziehe frisch, was man beschlossen. Oder hat man sich anders besonnen und will lieber greinen?« Ich richtete mich mühsam auf von der Erde, wo ich lag, und schaute schweigend um mich. Es war später Abend. Aus dem hell erleuchteten Försterhause erscholl festliche Musik. Einzelne Gruppen von Menschen wallten durch die Gänge des Gartens. Ein paar traten im Gespräch näher und nahmen Platz auf der Bank, worauf ich früher gesessen hatte. Sie unterhielten sich von der an diesem Morgen vollzogenen Verbindung des reichen Herrn Rascal mit der Tochter des Hauses. Es war also geschehen. Ich streifte mit der Hand die Tarnkappe des sogleich mir verschwindenden Unbekannten von meinem Haupte weg und eilte stillschweigend, in die tiefste Nacht des Gebüsches mich versenkend, den Weg über Graf Peters Laube einschlagend, dem Ausgange des Gartens zu. Unsichtbar aber begleitete mich mein Plagegeist, mich mit scharfen Worten verfolgend. »Das ist also der Dank für die Mühe, die man genommen hat, Monsieur, der schwache Nerven hat, den lieben langen Tag hindurch zu pflegen. Und man soll den Narren im Spiel abgeben. Gut, Herr Trotzkopf, fliehen Sie nur von mir. Wir sind doch unzertrennlich. Sie haben mein Gold und ich Ihren Schatten. Das lässt uns beiden keine Ruhe. Hat man je gehört, dass ein Schatten von seinem Herrn gelassen hätte? Ihrer zieht mich ihnen nach, bis sie ihn wieder zu Gnaden annehmen und ich ihn los bin. Was sie versäumt haben, aus frischer Lust zu tun, werden sie nur später aus Überdruss und Langeweile nachholen müssen. Man entgeht seinem Schicksale nicht.« Er sprach aus demselben Tone fort und fort. Ich floh umsonst. Er ließ nicht nach, und immer gegenwärtig redete er höhnend von Gold und Schatten. Ich konnte zu keinem eigenen Gedanken kommen.
Ich hatte durch menschenleere Straßen einen Weg nach meinem Hause eingeschlagen. Als ich davor stand und es ansah, konnte ich es kaum erkennen. Hinter den eingeschlagenen Fenstern brannten keine Lichter. Die Türen waren zu, kein Dienervolk regte sich mehr darin. Er lachte laut auf neben mir. »Ja, ja, so geht's. Aber Ihren Bendel finden Sie wohl daheim. Den hat man jüngst vorsorglich so müde nach Hause geschickt, dass er es wohl seitdem gehütet haben wird.« Er lachte wieder. »Der wird Geschichten zu erzählen haben. Wohlan denn. Für heute gute Nacht. Auf baldiges Wiedersehen.« Ich hatte wiederholt geklingelt. Es erschien Licht. Bendel frug von innen, wer geklingelt habe. Als der gute Mann meine Stimme erkannte, konnte er seine Freude kaum bändigen. Die Tür flog auf. Wir lagen weinend einander in den Armen. Ich fand ihn sehr verändert, schwach und krank. Mir war aber das ganze Haar grau geworden. Er führte mich durch die verödeten Zimmer nach einem innern, verschont gebliebenen Gemach. Er holte Speise und Trank herbei. Wir setzten uns. Er fing wieder an zu weinen. Er erzählte mir, dass er letzthin den grau gekleideten, dürren Mann, den er mit meinem Schatten angetroffen hatte, so lange und so weit geschlagen habe, bis er selbst meine Spur verloren und vor Müdigkeit hingesunken sei. Dass nachher, wie er mich nicht wieder finden konnte, er nach Hause zurückgekehrt, wo bald darauf der Pöbel, auf Rascals Anstiften, herangestürmt, die Fenster eingeschlagen und seine Zerstörungslust gebüßt. So hatten sie an ihrem Wohltäter gehandelt. Meine Dienerschaft war auseinandergeflohen. Die örtliche Polizei hatte mich als verdächtig aus der Stadt verwiesen und mir eine Frist von 24 Stunden festgesetzt, um deren Gebiet zu verlassen. Zu dem, was mir von Rascals Reichtum und Vermählung bekannt war, wusste er noch vieles hinzuzufügen. Dieser Bösewicht, von dem alles ausgegangen, was hier gegen mich geschehen war, musste von Anbeginn mein Geheimnis besessen haben. Es schien, er habe vom Golde angezogen, sich an mich zu drängen gewusst und schon in der ersten Zeit einen Schlüssel zu jenem Goldschrank sich verschafft, wo er den Grund zu dem Vermögen gelegt, das noch zu vermehren er jetzt verschmähen konnte. Das alles erzählte mir Bendel unter häufigen Tränen und weinte dann wieder vor Freude, dass er mich wieder sah, mich wieder hatte, und dass, nachdem er lange gezweifelt, wohin das Unglück mich gebracht haben möchte, er mich es ruhig und gefasst ertragen sah. Denn solche Gestaltung hatte nun die Verzweiflung in mir genommen. Ich sah mein Elend riesengroß, unwandelbar vor mir. Ich hatte ihm meine Tränen ausgeweint. Es konnte kein Geschrei mehr aus meiner Brust pressen. Ich trug ihm kalt und gleichgültig mein entblößtes Haupt entgegen. »Bendel«, hub ich an, »du weißt mein Los. Nicht ohne früheres Verschulden trifft mich schwere Strafe. Du sollst länger nicht, unschuldiger Mann, dein Schicksal an das meine binden. Ich will es nicht. Ich reite die Nacht noch fort. Sattle mir ein Pferd. Ich reite allein. Du bleibst. Ich will's. Es müssen hier noch einige Kisten Goldes liegen. Das behalte du. Ich werde allein unstät in der Welt wandern. Wann mir aber je eine heitere Stunde wieder lacht und das Glück mich versöhnt anblickt, dann will ich deiner treu gedenken, denn ich habe an deiner treuen Brust in schweren, schmerzlichen Stunden geweint. Mit gebrochenem Herzen musste der Redliche diesem letzten Befehl seines Herrn, worüber er in der Seele erschrak, gehorchen. Ich war seinen Bitten, seinen Vorstellungen taub, blind seinen Tränen. Er führte mir das Pferd vor. Ich drückte noch einmal den Weinenden an meine Brust, schwang mich in den Sattel und entfernte mich unter dem Mantel der Nacht vor dem Grabe meines Lebens, unbekümmert, welchen Weg mein Pferd mich führen werde. Denn ich hatte weiter auf Erden kein Ziel,
keinen Wunsch, keine Hoffnung. Ende von Kapitel 7. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 8 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 8. Es gesellte sich bald ein Fußgänger zu mir, welcher mich bat, nachdem er eine Weile neben meinem Pferde geschritten war, da wir doch denselben Weg hielten, einen Mantel, den er trug, hinten auf mein Pferd legen zu dürfen. Ich ließ es stillschweigend geschehen. Er dankte mir mit leichtem Anstand für den leichten Dienst, lobte mein Pferd, nahm daraus Gelegenheit, das Glück und die Macht der Reichen hoch zu preisen und ließ sich, ich weiß nicht wie, in eine Art von Selbstgespräch ein, bei dem er mich bloß zum Zuhörer hatte. Er entfaltete seine Ansicht von dem Leben und der Welt und kam sehr bald auf die Metaphysik, an die die Forderung erging, das Wort aufzufinden, das aller Rätsel Lösung sei. Er setzte die Aufgabe mit vieler Klarheit auseinander und schritt fürder zu deren Beantwortung. »Du weißt, mein Freund, dass ich deutlich erkannt habe, seitdem ich den Philosophen durch die Schule gelaufen, dass ich zur philosophischen Spekulation keineswegs berufen bin und dass ich mir dieses Feld völlig abgesprochen habe. Ich habe seither vieles auf sich beruhen lassen, vieles zu wissen und zu begreifen Verzicht geleistet und bin, wie du es mir selber geraten, meinem geraden Sinn vertrauend, der Stimme in mir, so viel es in meiner Macht gewesen, auf dem eigenen Wege gefolgt. Nun schien mir dieser Redekünstler von großem Talent ein festgefügtes Gebäude aufzuführen, das in sich selbst begründet sich emportrug und wie durch eine innere Notwendigkeit bestand. Nur vermisst ich ganz in ihm, was ich eben darin hätte suchen wollen, und so ward es mir zu einem bloßen Kunstwerk, dessen zierliche Geschlossenheit und Vollendung dem Auge allein zur Ergötzung diente. Aber ich hörte dem wohlberedten Manne gerne zu, der meine Aufmerksamkeit von meinen Leiden auf sich selbst ablenkte. Ich hätte mich ihm willig ergeben, wenn er meine Seele wie meinen Verstand in Anspruch genommen hätte. Mittlerweile war die Zeit hingegangen, und unbemerkt hatte schon die Morgendämmerung den Himmel erhellt. Ich erschrak, als ich mit einem Mal aufblickte und im Osten die Pracht der Farben sich entfalten sah, die die nahe Sonne verkünden. Und gegen sie war in dieser Stunde, wo die Schlagschatten mit ihrer ganzen Ausdehnung prunken, kein Schutz, kein Bollwerk in der offenen Gegend zu ersehen. Ich war nicht allein. Ich warf einen Blick auf meinen Begleiter und erschrak wieder. Es war kein anderer als der Mann im grauen Rock. Er lächelte über meine Bestürzung und fuhr fort, ohne mich zum Worte kommen zu lassen: »Lass doch, wie es einmal in der Welt Sitte ist, unseren wechselseitigen Vorteil uns auf eine Weile verbinden. Zu scheiden haben wir immer noch Zeit. Die Straße hier längs dem Gebirge, ob sie gleich noch nicht daran gedacht haben, ist doch die einzige, die sie vernünftigerweise einschlagen können. Hinab in das Tal dürfen sie nicht, und über das Gebirge werden sie noch weniger zurückkehren wollen, von wo sie hergekommen sind. Diese ist auch gerade meine Straße. Ich sehe sie schon vor der aufgehenden Sonne erblassen. Ich will ihnen ihren Schatten auf die Zeit unserer Gesellschaft leihen, und sie dulden mich dafür in ihrer Nähe. Sie haben so ihren Bändel nicht mehr bei sich. Ich will ihnen gute Dienste leisten. Sie lieben mich nicht. Das ist mir leid. Sie können mich darum doch benutzen. Der Teufel ist nicht so schwarz, als man ihn malt. Gestern haben sie mich geärgert. Das ist wahr. Heute will ich's ihnen nicht nachtragen. Und ich habe ihnen schon den Weg bis hierher verkürzt. Das müssen Sie selbst gestehen. Nehmen Sie doch einmal Ihren Schatten auf Probe wieder an.«
Die Sonne war aufgegangen. Auf der Straße kamen uns Menschen entgegen. Ich nahm, obgleich mit innerlichem Widerwillen, den Antrag an. Er ließ lächelnd meinen Schatten zur Erde gleiten, der alsbald seine Stelle auf des Pferdes Schatten einnahm und lustig neben mir hertrabte. Mir war sehr seltsam zumute. Ich ritt an einem Trupp Landleute vorbei, die vor einem wohlhabenden Mann ehrerbietig mit entblößtem Haupte Platz machten. Ich ritt weiter und blickte gierigen Auges und klopfenden Herzens seitwärts vom Pferde herab auf diesen sonst meinen Schatten, den ich jetzt von einem Fremden, ja, von einem Feinde erborgt hatte. Dieser ging unbekümmert neben mir her und pfiff eben ein Liedchen. Er zu Fuß, ich zu Pferd. Ein Schwindel ergriff mich. Die Versuchung war zu groß. Ich wand plötzlich die Zügel, drückte beide Sporen an und so in voller Karriere einen Seitenweg einschlagend. Aber ich entführte den Schatten nicht, der bei der Wendung vom Pferde geglitten und seinen gesetzmäßigen Eigentümer auf der Landstraße erwartete. Ich musste beschämt umlenken. Der Mann im grauen Rock, als er ungestört sein Liedchen zu Ende gebracht, lachte mich aus, setzte mir den Schatten wieder zurecht und belehrte mich, er würde erst an mir festhangen und bei mir bleiben wollen, wenn ich ihn wiederum als rechtmäßiges Eigentum besitzen würde. »Ich halte Sie«, fuhr er fort, »am Schatten fest, und Sie kommen mir nicht los. Ein reicher Mann wie Sie braucht einmal einen Schatten. Das ist nicht anders. Sie sind nur darin zu tadeln, dass Sie es nicht früher eingesehen haben.« Ich setzte meine Reise auf derselben Straße fort. Es fand sich bei mir alle Bequemlichkeit des Lebens und selbst ihre Pracht wieder ein. Ich konnte mich frei und leicht bewegen, da ich einen, obgleich nur erborgten, Schatten besaß, und ich flößte überall die Ehrfurcht ein, die der Reichtum gebietet. Aber ich hatte den Tod im Herzen. Mein wundersamer Begleiter, der sich selbst für den unwürdigen Diener des reichsten Mannes der Welt ausgab, war von einer außerordentlichen Dienstfertigkeit, über die Maßen gewandt und geschickt, der wahre Inbegriff eines Kammerdieners für einen reichen Mann, aber er wich nicht von meiner Seite und führte unaufhörlich das Wort gegen mich, stets die große Zuversicht an den Tag legend, dass ich endlich, sei es auch nur, um ihn loszuwerden, den Handel mit dem Schatten abschließen würde. Er war mir ebenso lästig als verhasst. Ich konnte mich ordentlich vor ihm fürchten. Ich hatte mich von ihm abhängig gemacht. Er hielt mich, nachdem er mich in die Herrlichkeit der Welt, die ich floh, zurückgeführt hatte. Ich musste seine Beredsamkeit über mich ergehen lassen und fühlte schier, er habe recht. Ein Reicher muss in der Welt einen Schatten haben, und sobald ich den Stand behaupten wollte, den er mich wieder geltend zu machen verleitet hatte, war nur ein Ausgang zu ersehen. Dieser aber stand bei mir fest, nachdem ich meine Liebe hingeopfert, nachdem mir das Leben verblasst war, wollte ich meine Seele nicht, und sei es um alle Schatten der Welt, dieser Kreatur verschreiben. Ich wusste nicht, wie es enden sollte. Wir saßen einst vor einer Höhle, welche die Fremden, die das Gebirge bereisen, zu besuchen pflegen. Man hört dort das Gebrause unterirdischer Ströme aus ungemessener Tiefe heraufschallen, und kein Grund scheint den Stein, den man hineinwirft, in seinem hallenden Fall aufzuhalten. Er malte mir, wie er öfters tat, mit verschwenderischer Einbildungskraft und im schimmernden Reize der glänzendsten Farben sorgfältig ausgeführte Bilder von dem, was ich in der Welt, Kraft meines Säckels, ausführen würde, wenn ich erst meinen Schatten wieder in meiner Gewalt hätte. Die Ellenbogen auf die Knie gestützt, hielt ich mein Gesicht in meinen Händen verborgen und hörte dem Falschen zu, das Herz zweifach geteilt zwischen der Verführung und dem strengen Willen in mir. Ich konnte bei solchem innerlichen Zwiespalt länger nicht ausdauern und begann den entscheidenden Kampf.
Sie scheinen, mein Herr, zu vergessen, dass ich Ihnen zwar erlaubt habe, unter gewissen Bedingungen in meiner Begleitung zu bleiben, dass ich mir aber meine völlige Freiheit vorbehalten habe. Wenn Sie befehlen, packe ich ein.« Die Drohung war ihm geläufig. Ich schwieg. Er setzte sich gleich daran, meinen Schatten wieder zusammenzurollen. Ich erblaßte, aber ich ließ es stumm geschehen. Es erfolgte ein langes Stillschweigen. Er nahm zuerst das Wort. »Sie können mich nicht leiden, mein Herr. Sie hassen mich, ich weiß es. Doch warum hassen Sie mich? Ist es etwa, weil Sie mich auf öffentlicher Straße angefallen und mir mein Vogelnest mit Gewalt zu rauben gemeint? Oder ist es darum, dass Sie mein Gut, den Schatten, den Sie Ihrer bloßen Ehrlichkeit anvertraut glaubten, mir diebischerweise zu entwenden gesucht haben? Ich meinerseits hasse Sie darum nicht. Ich finde ganz natürlich, dass Sie alle Ihre Vorteile, List und Gewalt geltend zu machen suchen. Dass Sie übrigens die allerstrengsten Grundsätze haben und wie die Ehrlichkeit selbst denken, ist eine Liebhaberei, wogegen ich auch nichts habe. Ich denke in der Tat nicht so streng als Sie. Ich handle bloß, wie Sie denken. Oder habe ich Ihnen etwa irgendwann den Daumen auf die Gurgel gedrückt, um Ihre werteste Seele, zu der ich einmal Lust habe, an mich zu bringen? Habe ich von wegen meines ausgetauschten Säckels einen Diener auf Sie losgelassen? Habe ich Ihnen damit durchzugehen versucht? Ich hatte dagegen nichts zu erwidern, und er fuhr fort. »Schon recht, mein Herr, schon recht. Sie können mich nicht leiden. Auch das begreife ich wohl und verarge es Ihnen weiter nicht. Wir müssen scheiden, das ist klar, und auch Sie fangen an, mir sehr langweilig vorzukommen. Um sich also meiner ferneren, beschämenden Gegenwart völlig zu entziehen, rate ich es Ihnen noch einmal. Kaufen Sie mir das Ding ab.« Ich hielt ihm den Säckel hin. »Um den Preis.« »Nein.« Ich seufzte schwer auf und nahm wieder das Wort. »Auch also. Ich dringe darauf, mein Herr, lasst uns scheiden. Vertreten Sie mir länger nicht den Weg auf einer Welt, die hoffentlich geräumig genug für uns beide.« Er lächelte und erwiderte, »Ich gehe, mein Herr. Zuvor aber will ich Sie unterrichten, wie Sie mir klingeln können, wenn Sie je Verlangen nach Ihrem untertänigsten Knecht tragen sollten. Sie brauchen nur Ihren Säckel zu schütteln, dass die ewigen Goldstücke darin rasseln. Der Ton zieht mich augenblicklich an. Ein jeder denkt auf seinen Vorteil in dieser Welt. Sie sehen, dass ich auf Ihren zugleich bedacht bin, denn ich eröffne Ihnen offenbar eine neue Kraft. Oh, dieser Säckel! Und hätten gleich die Motten ihren Schatten schon aufgefressen, so würde doch ein starkes Band zwischen uns sein. Genug. Sie haben mich an meinem Golde. Befehlen Sie auch in der Ferne über Ihren Knecht. Sie wissen, dass ich mich meinem Freunde dienstfertig genug erweisen kann und dass die Reichen besonders gut mit mir stehen. Sie haben es selbst gesehen. Nur Ihren Schatten, mein Herr, das lassen Sie sich gesagt sein. Nie wieder als unter einer einzigen Bedingung. Gestalten der alten Zeit traten vor meine Seele. Ich frug ihn schnell, »Hatten Sie eine Unterschrift vom Herrn John?« Er lächelte. »Mit einem so guten Freund habe ich es keineswegs nötig gehabt.« »Wo ist er? Bei Gott, ich will es wissen.« Er steckte zögernd die Hand in die Tasche, und heraus, bei den Haaren hervorgezogen, erschien Thomas Johns bleiche, entstellte Gestalt. Die blauen Leichenlippen bewegten sich zu schweren Worten. »Justo judicio dei judicatus sum. Justo judicio dei condemnatus sum.« Ich entsetzte mich, und schnell den klingenden Säckel in den Abgrund werfend, sprach ich zu ihm die letzten Worte. »So beschwöre ich dich im Namen Gottes, Entsetzlicher, hebe dich von dannen und lasse dich nie wieder vor meinen Augen blicken.«
Er erhob sich finster und verschwand sogleich hinter den Felsenmassen, die den wild bewachsenen Ort begrenzten. Ende von Kapitel 8. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 9 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 9. Ich saß da ohne Schatten und ohne Geld, aber ein schweres Gewicht war von meiner Brust genommen. Ich war heiter. Hätte ich nicht auch meine Liebe verloren, oder hätte ich mich nur bei deren Verlust vorwurfsfrei gefühlt, ich glaube, ich hätte glücklich sein können. Ich wusste aber nicht, was ich anfangen sollte. Ich durchsuchte meine Taschen und fand noch einige Goldstücke darin. Ich zählte sie und lachte. Ich hatte meine Pferde unten im Wirtshause. Ich schämte mich, dahin zurückzukehren. Ich musste wenigstens den Untergang der Sonne erwarten. Sie stand noch hoch am Himmel. Ich legte mich in den Schatten der nächsten Bäume und schlief ruhig ein. Anmutige Bilder verwoben sich mir im lustigen Tanze zu einem gefälligen Traum. Minna, einen Blumenkranz in den Haaren, schwebte an mir vorüber und lächelte mich freundlich an. Auch der ehrliche Bendel war mit Blumen begrenzt und eilte mit freundlichem Gruß vorüber. Viele sah ich noch, und wie mich dünkt, auch dich, Chamiso, im fernen Gewühl. Ein helles Licht schien, es hatte aber keiner einen Schatten, und was seltsamer ist, es sah nicht übel aus. Blumen und Lieder, Liebe und Freude unter Palmenhainen. Ich konnte die beweglichen, leicht verwehten, lieblichen Gestalten weder festhalten noch deuten. Aber ich weiß, dass ich gerne solchen Traum träumte und mich vor dem Erwachen in Acht nahm. Ich wachte wirklich schon und hielt noch die Augen zu, um die weichenden Erscheinungen länger vor meiner Seele zu behalten. Ich öffnete endlich die Augen. Die Sonne stand hoch am Himmel, aber im Osten. Ich hatte die Nacht verschlafen. Ich nahm es für ein Zeichen, dass ich nicht nach dem Wirtshause zurückkehren sollte. Ich gab leicht, was ich dort besaß, verloren und beschloss, eine Nebenstraße, die durch den waldbewachsenen Fuß des Gebirges führte, zu Fuß einzuschlagen, dem Schicksal es anheimstellend, was es mit mir vorhatte, zu erfüllen. Ich schaute nicht hinter mich zurück und dachte auch nicht daran, an Bendel, den ich reich zurückgelassen hatte, mich zu wenden, welches ich allerdings gekonnt hätte. Ich sah mich an auf den neuen Charakter, den ich in der Welt bekleiden sollte. Mein Anzug war sehr bescheiden. Ich hatte eine alte schwarze Kurta an, die ich schon in Berlin getragen und die mir, ich weiß nicht wie, zu dieser Reise erst wieder in die Hand gekommen war. Ich hatte sonst eine Reisemütze auf dem Kopf und ein paar alte Stiefel an den Füßen. Ich erhob mich, schnitt mir an selbiger Stelle einen Knotenstock zum Andenken und trat sogleich meine Wanderung an. Ich begegnete im Wald einem alten Bauern, der mich freundlich begrüßte und mit dem ich mich in ein Gespräch einließ. Ich erkundigte mich, wie ein wissbegieriger Reisender, erst nach dem Wege, dann nach der Gegend und deren Bewohnern, den Erzeugnissen des Gebirges und derlei mehr. Er antwortete verständig und redselig auf meine Fragen. Wir kamen an das Bette eines Bergstromes, der über einen weiten Strich des Waldes seine Verwüstung verbreitet hatte. Mich schauderte innerlich vor dem sonnenhellen Raum. Ich ließ den Landmann vorangehen. Er hielt aber mitten im gefährlichen Orte still und wand sich zu mir, um mir die Geschichte dieser Verwüstung zu erzählen. Er bemerkte bald, was mir fehlte, und hielt mitten in seiner Rede ein.
»Aber wie geht denn das zu? Der Herr hat ja keinen Schatten.« »Leider, leider«, erwiderte ich seufzend, »es sind mir während einer bösen, langen Krankheit Haare, Nägel und Schatten ausgegangen. Seht, Vater, in meinem Alter, die Haare, die ich wiedergekriegt habe, ganz weiß, die Nägel sehr kurz, und der Schatten, der will noch nicht wieder wachsen.« »Ei, ei«, versetzte der alte Mann kopfschüttelnd, »keinen Schatten, das ist bös. Das war eine böse Krankheit, die der Herr gehabt hat.« Aber er hub seine Erzählung nicht wieder an, und bei dem nächsten Querweg, der sich darbot, ging er, ohne ein Wort zu sagen, von mir ab. Bittere Tränen zitterten aufs Neue auf meinen Wangen, und meine Heiterkeit war hin. Ich setzte traurigen Herzens meinen Weg fort und suchte ferner keines Menschen Gesellschaft. Ich hielt mich im dunkelsten Walde und musste manchmal, um über einen Strich, wo die Sonne schien, zu kommen, stundenlang darauf warten, dass mir keines Menschenauge den Durchgang verbot. Am Abend suchte ich Herberge in den Dörfern zu nehmen. Ich ging eigentlich nach einem Bergwerk im Gebirge, wo ich Arbeit unter der Erde zu finden gedachte. Denn davon abgesehen, dass meine jetzige Lage mir gebot, für meinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen, hatte ich dieses wohl erkannt, dass mich allein angestrengte Arbeit gegen meine zerstörenden Gedanken schützen könnte. Ein paar regnerichte Tage förderten mich leicht auf dem Weg, aber auf Kosten meiner Stiefel, deren Sohlen für den Grafen Peter und nicht für den Fußknecht gerechnet worden. Ich ging schon auf den bloßen Füßen. Ich musste ein paar neue Stiefel anschaffen. Am nächsten Morgen besorgte ich dieses Geschäft mit vielem Ernst in einem Flecken, wo Kirmes war und wo in einer Bude alte und neue Stiefel zu Kauf standen. Ich wählte und handelte lange. Ich musste auf ein paar neue, die ich gerne gehabt hätte, Verzicht leisten. Mich schreckte die unbillige Forderung. Ich begnügte mich also mit alten, die noch gut und stark waren und die mir der schöne, blondlockige Knabe, der die Bude hielt, gegen gleich bare Bezahlung freundlich lächelnd einhändigte, indem er mir Glück auf den Weg wünschte. Ich zog sie gleich an und ging zum nördlich gelegenen Tor aus dem Ort. Ich war in meine Gedanken sehr vertieft und sah kaum, wo ich den Fuß hinsetzte, denn ich dachte an das Bergwerk, wo ich auf den Abend noch anzulangen hoffte und wo ich nicht recht wusste, wie ich mich ankündigen sollte. Ich war noch keine 200 Schritte gegangen, als ich merkte, dass ich aus dem Wege gekommen war. Ich sah mich danach um, und ich befand mich in einem wüsten, uralten Tannenwalde, woran die Axt nie gelegt worden zu sein schien. Ich drang noch einige Schritte vor. Ich sah mich mitten unter öden Felsen, die nur mit Moos- und Steinbrecharten bewachsen waren und zwischen welchen Schnee- und Eisfelder lagen. Die Luft war sehr kalt. Ich sah mich um. Der Wald war hinter mir verschwunden. Ich machte noch einige Schritte. Um mich herrschte die Stille des Todes. Unabsehbar dehnte sich das Eis, worauf ich stand und worauf ein dichter Nebel schwer ruhte. Die Sonne stand blutig am Rande des Horizontes. Die Kälte war unerträglich. Ich wusste nicht, wie mir geschehen war. Der erstarrende Frost zwang mich, meine Schritte zu beschleunigen. Ich vernahm nur das Gebrause ferner Gewässer, ein Schritt, und ich war am Eisufer eines Ozeans. Unzählbare Herden von Seehunden stürzten sich vor mir rauschend in die Flut. Ich folgte diesem Ufer. Ich sah wieder nackte Felsen, Land, Birken und Tannenwälder. Ich lief noch ein paar Minuten gerade vor mir hin. Es war erstickend heiß. Ich sah mich um. Ich stand zwischen schön gebauten Reisfeldern unter Maulbeerbäumen. Ich setzte mich in deren Schatten. Ich sah nach meiner Uhr.
Ich hatte vor nicht einer Viertelstunde den Marktflecken verlassen. Ich glaubte zu träumen. Ich biss mich in die Zunge, um mich zu erwecken, aber ich wachte wirklich. Ich schloss die Augen zu, um meine Gedanken zusammenzufassen. Ich hörte vor mir seltsame Sylben durch die Nase zählen. Ich blickte auf. Zwei Chinesen, an der asiatischen Gesichtsbildung unverkennbar, wenn ich auch ihrer Kleidung keinen Glauben beimessen wollte, redeten mich mit landesüblichen Begrüßungen in ihrer Sprache an. Ich stand auf und trat zwei Schritte zurück. Ich sah sie nicht mehr. Die Landschaft war ganz verändert. Bäume, Wälder statt Reisfelder. Ich betrachtete diese Bäume und die Kräuter, die um mich blühten. Die ich kannte, waren südöstlich-asiatische Gewächse. Ich wollte auf den einen Baum zugehen, ein Schritt, und wiederum alles verändert. Ich trat nun an wie ein Rekrut, der geübt wird, und schritt langsam, gesetzt einher. Wunderbar veränderliche Länder, Fluren, Auen, Gebirge, Steppen, Sandwüsten entrollten sich vor meinem staunenden Blick. Es war kein Zweifel. Ich hatte 7 Meilenstiefel an den Füßen. Ende von Kapitel 9. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 10 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamisso. Kapitel 10. Ich fiel in stummer Andacht auf meine Knie und vergoß Tränen des Dankes. Denn klar stand plötzlich meine Zukunft vor meiner Seele. Durch frühe Schuld von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen, ward ich zum Ersatz an die Natur, die ich stets geliebt, gewiesen, die Erde mir zu einem reichen Garten gegeben, das Studium zur Richtung und Kraft meines Lebens, zu ihrem Ziel die Wissenschaft. Es war nicht ein Entschluss, den ich fasste. Ich habe nur seitdem, was da hell und vollendet im Urbild vor mein inneres Auge trat, getreu mit stillem, strengen, unausgesetzten Fleiß darzustellen gesucht, und meine Selbstzufriedenheit hat von dem Zusammenfallen des Dargestellten mit dem Urbild abgehangen. Ich raffte mich auf, um ohne Zögern mit flüchtigem Überblick Besitz von dem Felde zu nehmen, wo ich künftig ernten wollte. Ich stand auf den Höhen des Tibet. Die Sonne, die mir vor wenigen Stunden aufgegangen war, neigte sich hier schon am Abendhimmel. Ich durchwanderte Asien von Osten gen Westen, sie in ihrem Lauf einholend, und trat in Afrika ein. Ich sah mich neugierig darin um, indem ich es wiederholt in allen Richtungen durchmaß. Wie ich durch Ägypten die alten Pyramiden und Tempel angaffte, erblickte ich in der Wüste, unfern des 100-torigen Theben, die Höhlen, wo christliche Einsiedler sonst wohnten. Es stand plötzlich fest und klar in mir: Hier ist dein Haus. Ich erkor eine der verborgensten, die zugleich geräumig, bequem und den Schakalen unzugänglich war, zu meinem künftigen Aufenthalt und setzte meinen Stab weiter. Ich trat bei den Herkulessäulen nach Europa über, und nachdem ich seine südlichen und nördlichen Provinzen in Augenschein genommen, trat ich von Nordasien über den Polargletscher nach Grönland und Amerika über, durchschweifte die beiden Teile dieses Kontinents, und der Winter, der schon im Süden herrschte, trieb mich schnell vom Kap Horn nordwärts zurück. Ich verweilte mich, bis es im nördlichen Asien Tag wurde, und setzte erst nach einiger Ruhe meine Wanderung fort. Ich verfolgte durch beide Amerika die Bergkette, die die höchsten bekannten Unebenheiten unserer Kugel in sich fasst. Ich schritt langsam und vorsichtig von Gipfel zu Gipfel, bald über flammende Vulkane, bald über beschneite Kuppeln,
oft mit Mühe atmend. Ich erreichte den Iliasberg und sprang über die Beringstraße nach Asien. Ich verfolgte dessen westliche Küste in ihren vielfachen Wendungen und untersuchte mit besonderer Aufmerksamkeit, welche der dort gelegenen Inseln mir zugänglich wären. Von der Halbinsel Malakka trugen mich meine Stiefel auf Sumatra, Java, Bali und Lombok. Ich versuchte, selbst oft mit Gefahr und dennoch immer vergebens, mir über die kleineren Inseln und Felsen, wovon dieses Meer starrt, einen Übergang nordwestlich nach Borneo und andern Inseln dieses Archipelagos zu bahnen. Ich musste die Hoffnung aufgeben. Ich setzte mich endlich auf die äußerste Spitze von Lombok nieder und das Gesicht gegen Süden und Osten gewendet, weinte ich wie am fest verschlossenen Gitter meines Kerkers, dass ich doch so bald meine Begrenzung gefunden. Das Merkwürdige zum Verständnis der Erde und ihres sonnengewirkten Kleides, der Pflanzen- und Tierwelt, so wesentlich notwendige Neuholland und die Südsee mit ihren Zoophyteninseln waren mir untersagt, und so war im Ursprung schon alles, was ich sammeln und erbauen sollte, bloßes Fragment zu bleiben verdammt. O mein Adelbert, was ist es doch um die Bemühungen des Menschen? Oft habe ich im strengsten Winter der südlichen Halbkugel vom Kap Horn aus jene 200 Schritte, die mich etwa vom Land Van Diemen und Neuholland trennten, selbst unbekümmert um die Rückkehr, und sollte sich dieses schlechte Land über mich wie der Deckel meines Sarges schließen, über den Polargletscher westwärts zurückzulegen versucht, habe über Treibeis mit törichter Wagnis verzweiflungsvolle Schritte getan, der Kälte und dem Meere Trotz geboten, umsonst. Noch bin ich auf Neuholland nicht gewesen. Ich kam dann jedes Mal auf Lombok zurück und setzte mich auf seine äußerste Spitze nieder und weinte wieder, das Gesicht gegen Süden und Osten gewendet, wie am fest verschlossenen Gitter meines Kerkers. Ich riss mich endlich von dieser Stelle und trat mit traurigem Herzen wieder in das innere Asien. Ich durchschweifte es fürder, die Morgendämmerung nach Westen verfolgend, und kam noch in der Nacht in die Thebais zu meinem vorbestimmten Hause, das ich in den gestrigen Nachmittagsstunden berührt hatte. Sobald ich etwas ausgeruht und es Tag über Europa war, ließ ich meine erste Sorge sein, alles anzuschaffen, was ich bedurfte. Zuvörderst Hemmschuhe, denn ich hatte erfahren, wie unbequem es sei, seinen Schritt nicht anders verkürzen zu können, um nahe Gegenstände gemächlich zu untersuchen, als indem man die Stiefel auszieht. Ein paar Pantoffeln, übergezogen, hatten völlig die Wirkung, die ich mir davon versprach, und späterhin trug ich sogar deren immer zwei Paar bei mir, weil ich öfters welche von den Füßen warf, ohne Zeit zu haben, sie aufzunehmen, wenn Löwen, Menschen oder Hyänen mich beim Botanisieren aufschreckten. Meine sehr gute Uhr war auf die kurze Dauer meiner Gänge ein vortreffliches Chronometer. Ich brauchte noch einen Sextanten, einige physikalische Instrumente und Bücher. Ich machte, dies alles herbeizuschaffen, etliche bange Gänge nach London und Paris, die ein mir günstiger Nebel eben beschattete. Als der Rest meines Zaubergoldes erschöpft war, brachte ich leicht zu findendes afrikanisches Elfenbein als Bezahlung herbei, wobei ich freilich die kleinsten Zähne, die meine Kraft nicht überstiegen, auswählen musste. Ich ward bald mit allem versehen und ausgerüstet und fing sogleich als privatisierender Gelehrter meine neue Lebensweise an. Ich streifte auf der Erde umher, bald ihre Höhen, bald die Temperatur ihrer Quellen und die der Luft messend, bald Tiere beobachtend, bald Gewächse untersuchend. Ich eilte von dem Äquator nach dem Pole, von der einen Welt nach der anderen, Erfahrungen mit Erfahrungen vergleichend. Die Eier der afrikanischen Strauße und der nördlichen Seevögel und Früchte, besonders der Tropenpalmen und Bananen, waren meine gewöhnlichste Nahrung.
Für mangelndes Glück hatte ich als Surrogat die Nikotiana und für menschliche Teilnahme und Bande die Liebe eines treuen Pudels, der mir meine Höhle in der Thebais bewachte und, wenn ich mit neuen Schätzen beladen zu ihm heimkehrte, freudig an mich sprang und es mich doch menschlich empfinden ließ, dass ich nicht allein auf der Erde sei. Noch sollte mich ein Abenteuer unter die Menschen zurückführen. Ende von Kapitel 10. Gelesen von Hokus Pokus. Kapitel 11 von Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso. Kapitel 11. Als ich einst auf Nordlands Küsten, meine Stiefel gehemmt, Flechten und Algen sammelte, trat mir unversehens um die Ecke eines Felsens ein Eisbär entgegen. Ich wollte, nach weggeworfenen Pantoffeln, auf die gegenüberliegende Insel treten, zu der mir ein dazwischen aus den Wellen hervorragender nackter Felsen den Übergang bahnte. Ich trat mit dem einen Fuß auf den Felsen fest auf und stürzte auf der anderen Seite in das Meer, weil mir unbemerkt der Pantoffel am anderen Fuße haften geblieben war. Große Kälte ergriff mich. Ich rettete mit Mühe mein Leben aus dieser Gefahr. Sobald ich Land hielt, lief ich, so schnell ich konnte, nach der libyschen Wüste, um mich da an der Sonne zu trocknen. Wie ich ihr aber ausgesetzt war, brannte sie mir so heiß auf den Kopf, dass ich sehr krank wieder nach Norden taumelte. Ich suchte durch heftige Bewegung mir Erleichterung zu verschaffen und lief mit unsichern, raschen Schritten von Westen nach Osten und von Osten nach Westen. Ich befand mich bald in dem Tag und bald in der Nacht, bald im Sommer und bald in der Winterkälte. Ich weiß nicht, wie lange ich so auf der Erde herumtaumelte. Ein brennendes Fieber glühte durch meine Adern, und ich fühlte mit großer Angst die Besinnung mich verlassen. Noch wollte das Unglück, dass ich bei so unvorsichtigem Laufen jemandem auf den Fuß trat. Ich mochte ihm wehgetan haben. Ich erhielt einen starken Stoß und ich fiel hin. Als ich zuerst zum Bewusstsein zurückkehrte, lag ich gemächlich in einem guten Bette, das unter vielen anderen Betten in einem geräumigen, schönen Saale stand. Es saß mir jemand zu Häupten. Es gingen Menschen durch den Saal von einem Bett zum anderen. Sie kamen vor das meine und unterhielten sich von mir. Sie nannten mich aber Numero 12, und an der Wand zu meinen Füßen stand doch ganz gewiss, es war keine Täuschung, ich konnte es deutlich lesen, auf schwarzer Marmortafel mit großen goldenen Buchstaben mein Name, Peter Schlemihl, ganz richtig geschrieben. Auf der Tafel standen noch unter meinem Namen zwei Reihen Buchstaben. Ich war aber zu schwach, um sie zusammenzubringen, und machte die Augen wieder zu. Ich hörte etwas, worin von Peter Schlemihl die Rede war, laut und vernehmlich ablesen. Ich konnte aber den Sinn nicht fassen. Ich sah einen freundlichen Mann und eine sehr schöne Frau in schwarzer Kleidung vor meinem Bette erscheinen. Die Gestalten waren mir nicht fremd, und ich konnte sie nicht erkennen. Es verging einige Zeit, und ich kam wieder zu Kräften. Ich hieß Numero 12, und Numero 12 galt seines langen Bartes wegen für einen Juden, darum er aber nicht minder sorgfältig gepflegt wurde. Dass er keinen Schatten hatte, schien unbemerkt geblieben zu sein. Meine Stiefel befanden sich, wie man mich versicherte, nebst allem, was man bei mir gefunden, als ich hierher gebracht worden, in gutem, sicherm Gewahrsam, um mir nach meiner Genesung wieder zugestellt zu werden. Der Ort,
worin ich krank lag, hieß das Schlemilium. Was täglich von Peter Schlemihl abgelesen wurde, war eine Ermahnung, für denselben als den Urheber und Wohltäter jener Stiftung zu beten. Der freundliche Mann, den ich an meinem Bette gesehen hatte, war Bendel, und die schöne Frau war Minna. Ich genas unerkannt im Schlemilio und erfuhr noch mehr. Ich war in Bendels Vaterstadt, wo er aus den Überresten meines sonst nicht gesegneten Goldes dieses Hospizium, wo Unglückliche mich segneten, unter meinem Namen gestiftet hatte, und er führte über dasselbe die Aufsicht. Minna war Witwe. Ein unglücklicher Kriminalprozess hatte dem Herrn Rascal das Leben und ihr selbst ihr mehrstes Vermögen gekostet. Ihre Eltern waren nicht mehr. Sie lebte hier als eine gottesfürchtige Witwe und übte Werke der Barmherzigkeit. Sie unterhielt sich einst am Bette Nummer 12 mit dem Herrn Bendel. »Warum, edle Frau, wollen Sie sich so oft der bösen Luft, die hier herrscht, aussetzen? Sollte denn das Schicksal mit Ihnen so hart sein, dass Sie zu sterben begehren?« »Nein, Herr Bendel, seit ich meinen langen Traum ausgeträumt habe und in mir selber erwacht bin, geht es mir wohl. Seitdem wünsche ich nicht mehr und fürchte nicht mehr den Tod. Seitdem denke ich heiter an Vergangenheit und Zukunft. Ist es nicht auch mit stillem innerlichen Glück, dass Sie jetzt auf so gottselige Weise Ihrem Herrn und Freunde dienen?« »Sei Gott gedankt, ja, edle Frau. Es ist uns doch wundersam ergangen. Wir haben viel Wohl und bitteres Weh unbedachtsam aus dem vollen Becher geschlürft. Nun ist er leer. Nun möchte einer meinen, das sei alles nur die Probe gewesen und mit kluger Einsicht gerüstet den wirklichen Anfang erwarten. Ein anderer ist nun der wirkliche Anfang, und man wünscht das erste Gaukelspiel nicht zurück und ist dennoch im Ganzen froh, es, wie es war, gelebt zu haben. Auch finde ich in mir das Zutrauen, dass es nun unserem alten Freunde besser ergehen muss als damals.« »Auch in mir«, erwiderte die schöne Witwe, und sie gingen an mir vorüber. Dieses Gespräch hatte einen tiefen Eindruck in mir zurückgelassen, aber ich zweifelte im Geiste, ob ich mich zu erkennen geben oder unerkannt von dannen gehen sollte. Ich entschied mich. Ich ließ mir Papier und Bleistift geben und schrieb die Worte: »Auch eurem alten Freunde ergeht es nun besser als damals. Und büßet er, so ist es Buße der Versöhnung.« Hierauf begehrte ich mich anzuziehen, da ich mich stärker befände. Man holte den Schlüssel zu dem kleinen Schrank, der neben meinem Bette stand, herbei. Ich fand alles, was mir gehörte, darin. Ich legte meine Kleider an, hing meine botanische Kapsel, worin ich mit Freuden meine nordischen Flechten wiederfand, über meine schwarze Kurta um, zog meine Stiefel an und legte den geschriebenen Zettel auf mein Bett. Und so wie die Tür aufging, war ich schon weit auf dem Wege nach der Thebais. Wie ich längs der syrischen Küste den Weg, auf dem ich mich zum letzten Mal vom Hause entfernt hatte, zurücklegte, sah ich mir meinen armen Figaro entgegenkommen. Dieser vortreffliche Pudel schien seinem Herrn, den er lange zu Hause erwartet haben mochte, auf der Spur nachgehen zu wollen. Ich stand still und rief ihm zu. Er sprang bellend an mich mit tausend rührenden Äußerungen seiner unschuldigen, ausgelassenen Freude. Ich nahm ihn unter den Arm, denn freilich konnte er mir nicht folgen, und brachte ihn mit mir wieder nach Hause. Ich fand dort alles in der alten Ordnung und kehrte nach und nach, so wie ich wieder Kräfte bekam, zu meinen vormaligen Beschäftigungen und zu meiner alten Lebensweise zurück. Nur, dass ich mich ein ganzes Jahr hindurch der mir ganz unzuträglichen Polarkälte enthielt. Und so, mein lieber Chamiso, lebe ich noch heute. Meine Stiefel nutzen sich nicht ab,
wie das sehr gelehrte Werk des berühmten Tiecius De Rebus Gestis Policili es mich anfangs befürchten lassen. Ihre Kraft bleibt ungebrochen. Nur meine Kraft geht dahin. Doch hab ich den Trost, sie an einen Zweck in fortgesetzter Richtung und nicht fruchtlos verschwendet zu haben. Ich habe, soweit meine Stiefel gereicht, die Erde, ihre Gestaltung, ihre Höhen, ihre Temperaturen, ihre Atmosphären in ihrem Wechsel, die Erscheinungen ihrer magnetischen Kraft, das Leben auf ihr, besonders im Pflanzenreich, gründlicher kennengelernt als vor mir irgendein Mensch. Ich habe die Tatsachen mit möglichster Genauigkeit in klarer Ordnung aufgestellt in mehreren Werken, meine Folgerungen und Ansichten flüchtig in einigen Abhandlungen niedergelegt. Ich habe die Geographie vom Innern von Afrika und von den nördlichen Polarländern, vom Innern von Asien und von seinen östlichen Küsten festgesetzt. Meine Historia Stirpium Plantarum Utriusque Orbis steht da als ein großes Fragment der Flora Universalis Terrae und als ein Glied meiner Systema Naturae. Ich glaube darin nicht bloß die Zahl der bekannten Arten müßig um mehr als ein Drittel vermehrt zu haben, sondern auch etwas für das natürliche System und für die Geographie der Pflanzen getan zu haben. Ich arbeite jetzt fleißig an meiner Fauna. Ich werde Sorge tragen, dass vor meinem Tode meine Manuskripte an der Berliner Universität niedergelegt werden. Und dich, mein lieber Chamiso, habe ich zum Bewahrer meiner wundersamen Geschichte erkoren, auf dass sie vielleicht, wenn ich von der Erde verschwunden bin, manchen ihrer Bewohner zur nützlichen Lehre gereichen könne. Du aber, mein Freund, willst du unter den Menschen leben, so lerne verehren, zuvörderst den Schatten, sodann das Geld. Willst du nur dir und deinem bessern Selbst leben, oh, so brauchst du keinen Rat. Ende von Kapitel 11. Ende von Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Chamisso. Gelesen von Hokuspokus.